Ja, herzlich willkommen zum heutigen Abend, zu diesem Vortrag. Und ich habe vorher ein Bild gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, wahrscheinlich habe ich den falschen Tag gewählt, denn den Mann auf dem Vortrag, den kenne ich nicht. Aber der ist jetzt genau, das Bild ist, Oliver, ich weiß gar nicht, was das hier heißt, aber das ist 10 Jahre alt. Und man wird natürlich nicht jünger, nur weiser. Oder weißer, wenn man nicht in die Sonne kommt. Das Schwierige beim Heimspiel, wie der Oliver schon gesagt hat, ist natürlich ein Thema, das wir hier haben, mit dem ja der Regentreff eigentlich seit, glaube ich, 20 Jahren, 30 Jahren, weiß gar nicht wie lang, schon das läuft, begonnen hat. Ein Thema, bei dem die meisten Anwesenden wahrscheinlich extrem gut gebrieft sind. Aber so ein Vortrag ist natürlich immer eine Mischung aus Insiderwissen, eine Mischung aus für Menschen, die vielleicht erst beginnen, wie sagt der Oliver, aufzuwachen und mal die Dinge anders anzusehen, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Wir werden sehen, wo uns dieses Thema heute hinführt. Wir werden auf alle Fälle viele Perspektiven betrachten, auch Perspektiven, die man vielleicht zu Beginn gar nicht an diesem Thema zuordnen würde. Da wird es vielleicht auch die eine oder andere Frage dann noch zum Schluss geben. Und wie Oliver schon gesagt hat, ich bin ja permanent unterwegs auf dieser Welt, um dieses Wissen oder diese Erkenntnisse nicht nur aus der Sekundärliteratur zu entnehmen und neu zusammenzustellen, sondern tatsächlich auch primär diese Leute zu treffen, diese Wissenschaftler, die Experten oder Menschen, die ja besondere Erlebnisse hatten und hier versuchen, das zusammenzutragen, um den Menschen ein Bild zu vermitteln. Als ich begonnen habe vor 10 Jahren mit dem ersten Film, da dachte ich, es wäre alles erschlagen, da ist alles drin. Und jedes Mal, wenn ich einen Film fertig habe, kündigt sich schon der neue an und es geht schon wieder in die nächste Sphäre, in die nächste Tiefe hinein. Und so werden wir heute mal vielleicht im Vortrag ein bisschen ungewöhnlicher gestalten. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Folie als nächstes kommt, denn der ist ganz neu, ist eine richtige Premiere. Aber eins werden wir vielleicht in diesem Vortrag erkennen dürfen, und das glaube ich jetzt auch die Quintessenz der ganzen Forschungsarbeiten aus diesen Grenzbereichen des Seins, dass diese Phänomene, die weltweit psychologisch, pathologisch oder physikalisch dokumentiert werden, die von vielen Wissenschaften teilweise natürlich auf ihrem Fachgebiet untersucht werden oder negiert werden, eigentlich zu einem größeren Ganzen gehören, zu einer, ich nenne es immer, die erweiterte Realität, die größere Wirklichkeit. Und wir werden nicht umhin kommen, uns auch dem Thema, was ist denn überhaupt Realität und was ist Wirklichkeit? Viele verwenden den Begriff, als wären die gleich werden, aber die sind nicht gleich. Es ist ein Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität. Und alle diese, ich habe es einmal versucht, hier ein bisschen zusammenzustellen, diese verschiedensten Phänomene, die weltweit immer wieder seit Menschengedenken auftauchen, sei es Wunder, sei es Geister, sei es Telepathie, luzide Träume, Intuition, außerkörperliche Reisen, Nachtodkommunikationen und alle diese, oder Engelerscheinungen oder Xenoglossie, wenn letztlich jemand in Trance in einer fremden Sprache spricht, Energieheilung, Begegnungen mit unbekannten Intelligenzen. Das alles ist eigentlich aus unserer Sicht heraus ein Blick in eine viel größere Realität, die wir aber unterschiedlich verorten. Und darum möchte ich gleich zu Beginn auch Wissen nicht nur von einer anerkannten Wissenschaft hier mit unterbringen, sondern auch von Menschen, die ihr Wissen aus anderen, nennen Sie mal, Bereichen oder Sphären bekommen. Ich hatte vor ein paar Jahren das Glück, einen Mann kennenzulernen. Er kommt auch immer wieder zu mir zu Vorträgen und zu Seminaren. Es ist der Gianni Balducci, ein Mann, der
ein erfolgreiches Restaurant geführt hat, Chefkoch war, fällt um. Und die Ärzte sagen, okay, du hast ja eine Art Gendefekt in deinem Rücken. Wir können das zwar jetzt kurzzeitig reparieren, wir können hier eine Platte reintun, aber du sitzt innerhalb von kürzester Zeit im Rollstuhl. Der Mann hat es nicht akzeptiert, ist dann um die Welt gereist, nach Indien, nach Mexiko, auch nach Brasilien zum Joao, einem Geistheiler. Er erlebte dann eine Wunderheilung, die verschwand dann wieder. Und dann hat er dann nochmal in der Schweiz eine Art Öffnung erlebt bei einem Veranstaltungsabend von einem Alexander von Landen, der schon als Geistheiler, als Energieheiler, als Überbringer von Botschaften aus anderen Welten tätig ist. Und dieser Gianni, man kann ihm glauben oder auch nicht, aber wenn man ihm zuhört und wenn er spricht, dann weiß man, ja, in Anführungsstrichen, das ist nicht von dieser Welt, was durch ihn kommt. Und in einem Seminar, und habe ich gesagt, das passt jetzt auch vielleicht gut in diesen Vortrag mit rein, spricht er, wie ist denn dieses ganze System aufgebaut? Wir fragen uns immer, ja, was ist denn nach dem Tod oder vor dem Tod oder was gibt es denn noch alles oder wie schaut das aus? Das kann man natürlich in verschiedenen grafischen Modellen darstellen, aber er hat gesagt, er nimmt immer gerne ein Dreieck her und er sagt, wenn wir diese Wirklichkeit mal betrachten, dann sagt er, es gibt 6 Dimensionsebenen und die 7. Dimensionsebene ist die, wo alle Dimensionen mit enthält. Er sagt, wenn wir zum Beispiel die 1. Dimensionsebene nehmen, wo auch unsere Realität mit eingebettet ist, er sagt, jede Dimension ist unendlich, aber jede Realität endlich. Und er sagt, es gibt von den endlichen Realitäten aber auch wieder unendliche. Das heißt, in dieser, wir würden jetzt sagen, in dieser materiellen Welt gibt es offensichtlich unendliche andere materielle Welten, die sich lediglich durch andere Naturgesetze unterscheiden, aber genauso physisch sind wie diese Realität. Und offensichtlich, und das werden wir in diesem Vortrag auch kennenlernen, sind Intelligenzen in diesen unzähligen anderen Realitäten, wie soll es auch anders sein, vielleicht technologisch weiter entwickelt, vielleicht auch nicht so viel weiter, dass sie in der Lage sind, ihre Realität zu wechseln und in eine andere Realität einzutauchen. Er sagt, wenn man die nächste Realitätsebene nimmt, wir würden sagen Astralebenen, wo sich in der Regel diese Verstorbenen als erstes begeben, gibt es ja auch wieder unzählige Unterrealitäten, wieder mit anderen Naturgesetzen, auch wieder endliche Realitäten mit in unendlichen Möglichkeiten. Und so geht es dann der 3. Ebene, das sind diese Wesen, wir nennen sie Engel. Da geht es dann eine ganz andere Aufgabenstellung los, die sind dann zuständig für jeder dieser Engel, für eine dieser Welten. Dann kommen die aufgestiegenen Meister, er sagt, die sind dann zuständig für ganze Galaxien. Dann gibt es die Wesen X, nennen sie die mal, die sind dann zuständig für Universen. Und oben ist dann diese sogenannte Christusenergie, kurz vor der Verschmelzung mit der Quelle, die hier, sage ich mal, alles mit einschließt. Er sagt auch, unsere Chakra-Felder sind alle mit jeder, mit einer Ebene verbunden. Nur, dass man das einmal gehört hat, damit man sagt, aha, diese Perspektive ist vielleicht den einen oder anderen noch nie untergekommen, aber ein spannendes Sein. Und natürlich gibt es auch viele Forschungen zu bestimmten Bereichen. Ich habe zum Beispiel ein Band von dem Dr. Rolf Dittermeier, der in den 80er Jahren bei der Transkommunikationsforschung ganz führend mit dabei war, und der hat zum Beispiel auf Tonband einen Anruf von einem Erzengel, der mit ihm gesprochen hat, der hat es dann aufgezeichnet per Telefon und der hat ihm gesagt, okay, ich bin für die Erde zuständig. Nur mal, dass man das gehört hat. So. Ein anderer, der diese Welten seit 1969, 70 bereist, ist der Jürgen Ziebe, hat in Hamburg Kunst studiert, hatte über eine Krise eine Meditationserfahrung und eine außerkörperliche Erfahrung schon 1970, da wo man über das Thema noch nichts gelesen oder gehört hat, denn das Buch von Bob Monroe, der Mann mit den zwei Leben, ist erst, glaube ich, 71 oder 72 erschienen. Auf alle Fälle hat dieser Mann eine Technik entwickelt,
ist aber Teil eines anderen Vortrages, aber nur, dass man es einmal gesehen hat. Und er sagt, auch wieder hier die verschiedenen Dimensionsebenen. Er hat hier auch versucht, das in einem Art Schaubild zusammenzustellen. Er sagt, hier haben wir unsere physische Welt, dann die nächste etc. etc. bis hin zur Quelle. Er hat sie jetzt pure Realität genannt, oder wir nennen es einfach Quelle. Und die verschiedenen Dimensionsebenen hier, diese sechs, die wir vorher auch gehabt haben. Auch so kann man es darstellen. Er sagt, das ist aber auch sehr, sehr grob, denn das sind so viel, ja, im Unendlich, dass wir eigentlich hier lauter feine Härchen haben müssten. Auch, dass man das einmal gesehen hat, wer sich dafür interessiert, die Bücher gibt es mittlerweile sogar in Deutsch, die kommen das nächstes Jahr sogar zu uns, zu einem Seminar, das ist aber leider schon ausverkauft und ich versuche ihn nochmal zu kriegen. So, sieben Universen, sagt er, gibt es. Wie das genau funktioniert, warum sind wir drei oder wie es drei gespiegelt und das gesamte Nummer sieben ergibt, erklärt dieser Gianni dann in einem speziellen Vortrag nochmal. Aber nur, dass man es auch mal gehört hat, denn diese Multiversen sind ja auch schon in der klassischen Physik mittlerweile ein Thema. Und da sind wir jetzt schon beim Hauptthema, Besucher aus anderen Welten. Und jetzt haben wir gerade versucht, einmal diese Welten etwas ein bisschen zu definieren. Was ist überhaupt eine Welt? Was ist eine Realität? Was ist eine Wirklichkeit? Und ursprünglich oder die klassische Wissenschaft geht ja immer noch, momentan ändert sich auch das Bild davon aus, dass die vielleicht von einem anderen Planeten, einer anderen Galaxie, von einem anderen Sonnensystem zu uns kommen, mit bemannt oder unbemannt, mit Drohnen etc. aus unserem Universum, aus unseren Galaxien. Und wieder andere sagen, okay, das sind sogenannte Ultraterrestrials, die aus diesen anderen Existenzbereichen hier auftauchen können, aus anderen, nennen Sie es einmal Schwingungsbereichen, aus anderen Dimensionen und hier zu Besuch kommen. Und C.G. Jung, der große Psychiater in den 40er Jahren, der sagt, vielleicht ist es sogar ein kollektives, unterbewusstes Phänomen eines größeren Bewusstseins, das uns hier irgendwas vorgaukelt. Man weiß es bis heute immer noch nicht, man weiß nur, es gibt Teile, die sind physisch, es gibt aber welche, die scheinen eine Art Projektion zu sein und es gibt welche, und es gibt dann den Thema, das, dem wir auch noch uns nähern, wenn ein Wesen vielleicht in einem so einem bemannten Teil sitzt, das optisch vielleicht anders aussieht, dann was ist in dem drin? Und wir werden heute versuchen, das auch zu zeigen. Das ist wie wenn ich ein Glas, wenn ich Wasser in verschiedenen Gläserformen gieße, dass zwar die Form anders aussieht, aber das, was drin ist, ist das Gleiche. Das heißt, wenn die Basis, und da kommen wir auch nochmal heute dazu, Basis tatsächlich dieses Bewusstsein, nennen wir es Gott, Advaita oder was auch immer, wenn das die Basis unseres Seins ist und dieses Bewusstsein sich selbst erfahren will in verschiedenen Körpern, Biocontainern, wie auch immer, dann würden wir ihm wahrscheinlich zustimmen, dass man sagt, okay, ein Hund, eine Katze, ein Baum, eine Amöbe hat mit Sicherheit eine andere Realität und Erfahrung, als wir das haben mit unserem Biocontainer. Okay, einer, der immer noch, ich finde ihn als führenden UFO-Forscher, der schon mit Ellen Hynek beim Projekt Blue Book von 51 glaube, bis 69 gearbeitet hat und immer noch für die Regierungen der Welt für das Thema zuständig ist, ist der französische Astronom und Informatiker Jacques Vallée. Er sagt, wir haben es mit einer noch unbekannten Bewusstseinsebene zu tun, die unabhängig von Menschheit, aber eng mit der Erde verbunden ist. Ich glaube nicht daran, dass es sich bei den UFOs einfach um die Raumfahrzeuge einer Rasse außerirdischer Besucher handelt. Das ist also seine Erkenntnisse dieser 60 Jahre Forschung. Diese Vorstellung ist zu simpel, um ihr Auftreten, die Häufigkeit und ihre Erscheinungen an den aufgezeichneten Geschichte und die Struktur, mit der ihr während des Kontakts aufgetauchten Informationen zu erklären. Also er sagt, das kann nicht stimmen, wenn die von einem anderen Stern kommen, jeden Tag hier. Das wird nicht passen. Aber er sagt auch, dass diese, wie eben Erich von Däniken sagt,
offensichtlich ist dieses Phänomen schon so alt wie die Menschheit. Wir berichten schon immer drüber, da gibt es ganze Literatur, es gibt extra Forscher, die sich die alte Literatur durchforsten und zu sehen, wo wird darüber berichtet. Und ich habe hier ein Beispiel aus dem Buch von Jacques Vallée, Passport to Magnonia, von der Folklore zu fliegenden Untertassen. Und da beschreibt er halt ein Ereignis von 1749 in Japan. Das heißt, da brach ganz Japan Chaos aus, als drei runde Objekte, die wie der Mond aus erschienen und 4 Tage lang zu sehen waren. Es kam zu derartigen sozialen Unruhen, die so eindeutig mit den mysteriösen Himmelsobjekten zusammenhängen, dass die Regierung beschloss zu handeln. Die Teilnehmer dieser Unruhen wurden hingerichtet, aber deswegen war dieses Phänomen noch nicht zu Ende. Und die Verwirrung war groß, als diese Menschen 3 Monde am Himmel beobachten und einige Tage später 2 Sonnen. Also mit diesem Phänomen haben wir schon offensichtlich sehr lange zu tun. Manche dieser Forscher sagen, vielleicht sind es sogar Art Eye-Opener, um uns zu zeigen, Freunde, ihr seid nicht unbedingt die Krone der Schöpfung, aber wir helfen euch hier in die Zukunft euch weiterzuentwickeln von einer Horde jagender, was auch immer, bekriegender Menschen zu so altruistisch helfenden Menschen, die sich im Netzwerk arbeiten. Ich weiß es nicht. Die Präsenz. Ich glaube, dass durch das die letzten 10, 15 Jahre und natürlich in den letzten Jahren noch viel mehr, fast jeder hat das Smartphone, auch oft in abgelegensten Dschungeln oder ich war selber in Brasilien, in Peru und so weiter. Also was die alle haben, ist ein Smartphone. Natürlich gelingt es ihnen dann viel besser, Fotos und Videos zu machen von diesen Objekten. Und die Formen sind ja wirklich ohne Ende, von Kugeln über Scheiben bis hin zu leuchtenden Objekten, hin zu Dreiecken, was auch immer. Aber natürlich auch die andere Geschichte, dass heutzutage ja fast jedes Bild gefälscht werden kann und man gar nicht weiß, ja, ist es jetzt echt oder ist es gefälscht. Wenn wir uns aber aktuelle Bilder ansehen, die teilweise auch wirklich gut dokumentiert sind, scheint es tatsächlich momentan so zu sein, dass dieses Phänomen ja zunimmt und sich auch immer mehr ja, den Menschen nähert. Seine Aufnahmen waren vor wenigen Jahrzehnten gar nicht so häufig. Mittlerweile sind es schon sehr gute Aufnahmen, weil früher war immer die Kritik, ja, diese UFOs, immer so unscharfe Punkte irgendwo am Himmel, irgendwo nichts genau. Warum gibt es denn nicht irgendwo mal so richtig scharfe Bilder? Und mittlerweile haben wir die und es wird auch immer mehr, komischerweise, Wesen gefilmt. Auch vor kurzem war wieder ein Vorfall, oder glaube ich, läuft immer noch im peruanischen Dschungel, in Dörfern, wo große Wesen mit silbernen Anzügen auf Art schwebenden Plattformen hier die Menschen tyrannisieren, vor allem junge Frauen bis 15 Jahren, die in ihrem Gesicht irgendwas rumlasern. Also da tut sich gerade irgendwo sehr viel. Es wird auch immer wieder versucht, oder man geht davon aus, dass diese Aufnahmen immer wieder auch durchgestochen wurden, denn man weiß es nicht, aber kann durchaus sein. Wenn man sich die Geschichte dieser unbekannten Flugobjekte, dieser UAPs, wie sie heute heißen, betrachtet, dann haben wir ja eigentlich viele verschiedene Bereiche, die wir uns ansehen sollten. Und ich glaube, dass es fast keinen Phänomen im Bereich gibt, wo es mehr Material gibt als wie hier. Darum kann man immer nur kurz punktuell bestimmte Dinge beleuchten, um vielleicht eine neue Perspektive darzustellen. Denn wir haben ja die UFOs, wie wir gerade gesehen haben, in der History. Wir haben das Thema der sogenannten Abstürze, der Begegnungen mit diesen Nahbegegnungen, die UFO-Entführungen, die sehr stark waren in 1980er, 90er Jahren. Die UFO-Agenda wird hinterfragt, die UFO-Forschung
die immer mehr aufnimmt, die UFO-Kontakte, UFO-Wellen, UFO-Landungen, ein Offenlegungsprogramm, das offensichtlich gerade versucht wird, und natürlich auch Botschaften, die hier transportiert werden. Wir werden uns durch die verschiedenen Phasen hier immer wieder aus einer Perspektive nähern. Aber es ist ja nichts Neues, dass die öffentlich-rechtlichen Presse, vor allem in Deutschland, sich sehr schwer tun mit diesem Themenfeld. Und wenn man die aktuelle FAZ, war nicht die Zeit war es, letzte Woche war eine, wenn wir da drauf kommen, eine Präsentation von dem Parlament in Mexiko. Der Jamie Marzahn und ein paar Wissenschaftler haben hier zwei so kleine Mumien präsentiert, ETs mit drei Fingern und drei Zehen etc. Und in der Zeit ist dann gestanden, diese Reporterin hatte dann wörtlich gesagt, da stellen sich gleich mehrere Fragen. Die erste Frage ist, sind diese Wesen echt? Und die Antwort ist natürlich nicht. Denn, das sage ich Ihnen als Journalistin, obwohl ich keinen Experten angerufen habe, wobei ich mir die Unterlagen und die Dokumente nicht angesehen habe, aber ich kann Ihnen eine Zahl sagen, und zwar 100% sind alle diese Dinge gefälscht. So läuft die Berichterstattung. Das heißt, man braucht diesen Dingen, das ist genau eben das gleiche Beispiel, fällt mir gerade der Galileo im 15. Jahrhundert, der seine ersten Fernrohre gebaut hat und unser Sonnensystem beleuchtet und beobachtet hat, um zu sehen, wie das funktioniert oder was er entdecken kann, und hat natürlich auch den Mond beobachtet, hat dann seine Kollegen in Mailand geschrieben, sollen doch einmal bitte vorbeikommen, ich hätte ja was entdeckt, sie sollen doch einmal durch sein neues Rohr blicken. Die Kollegen als Wissenschaftler oder damals Gelehrte haben gesagt, weißt du lieber Galilei, das ist schön, dass du ein neues Rohr gebaut hast, schön für dich, aber wir brauchen durch dein Rohr nicht blicken, denn wir wissen ganz genau, dass der Mond keine Krater hat. An dieser Einstellung, ich werde jetzt die gar nicht, hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Die paar wenigen, die sich trauen, über diesen Tellerrand hinauszugehen, haben immer noch ein schweres Statement. Und wenn dieser Michael Pferdsch sagt, okay, falls Sie die Erste sind, die Kontakt haben zu einer anderen Spezies, dann müssen Sie aufpassen, was Sie sagen, damit Sie es nicht verkacken. Vielleicht sollte man einmal hier zur Regentreff einladen, weiß nicht. Natürlich, wenn man sich allein unsere Galaxie so ansieht, da sind wir hier, unser Sonnensystem, und in einer auch neuen britischen Studie geht also davon aus, dass die eigentlich sagen, nach Hochrechnungen müssten eigentlich noch weitere, mindestens 36 aktive kommunizierende intelligente Zivilisationen allein in unserer Galaxie zu Hause sein. Ja, wo sind sie denn? Genau. Und darum wird immer noch versucht, hier mit großen Radioteleskopen, mit CT, und die Chinesen haben jetzt gerade vor drei Jahren ein Riesenteil in Betrieb genommen mit 500 Meter Durchmesser, um hier irgendwelche intelligenten Signale zu dekodieren aus dem Rauschen des was auch immer. Vielleicht denken Sie, alle Aliens oder alle Zivilisationen haben ein Radio, mit dem sie unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Was wir aber auch gerne aufzeigen, sind einmal ein paar Begegnungen mit einer anderen Zivilisation. Und man kann sich natürlich vorstellen, was es mit einem Menschen macht, wenn er so eine Begegnung hat. Der erste wird natürlich sein, jeder sagt, also sei mal nicht böse, was hast du denn gestern getrunken? Das gibt es ja gar nicht. Nimmst du Drogen, und wenn du nimmst, dann setz sie bitte ab. Weil es kann ja nicht sein, was nicht sein kann. Nicht? Und als 1968 der Walter Rizzi in den Dolomiten, ich kenne die ganz gut, weil ich da immer im Winter beim Skifahren bin, nachts heimgefahren ist und plötzlich in einen sehr starken Nebel kam und musste anhalten, um hier zu schlafen. Er konnte nicht weiterfahren, weil er die Straße kaum mehr sah. Plötzlich wach wurde, weil es irgendwie so nach Brand gerochen hat. Er meinte, sein Auto hätte irgendwie ein Feuer gefangen, und stieg aus und stellte aber fest, sein Fahrzeug ist es nicht, sah aber irgendwo in diesem Nebel ein,
riesen Lichtschein. Er dachte, vielleicht brennt hier irgendeine Hütte auf dieser Alm. Er kannte aber diese Alm und sagte, da ist aber auch gar keine Hütte, außer vielleicht eine zusammengefallene, wo Stroh drin ist. Aber, und es hat aber auch nicht gebrannt nach Feuer, sondern es war nur hell. Und ich würde gerne mal das abspielen. Mal schauen, ob man das hört, was der Walter Ritzi, das ist jetzt eine Originalaufnahme, was er denn so sagt. Fast wie unter Zwang lief Walter Ritzi auf das gelandete UFO zu. Nichts hätte ihn zurückhalten können. Also zu dieser, wie ich hergekommen bin, da sehe ich erst diesen UFO riesengroß, da war enorm, da war ungefähr 80 Meter. Ungefähr 80 Meter. Und das, da war von einem Licht umhüllt. Und dieses Licht war begrenzt. Das heißt, das Licht war ungefähr 15 Zentimeter vom Rand vom UFO total abgegrenzt. Und natürlich, ich hatte einen wahnsinnigen Herzklopfen. Und das Interessante ist, das Außenrand vom UFO, da hat sich auf einer Seite links gedreht und auf der anderen Seite rechts. Und so ist er sich immer so runtergearbeitet. Und wie ganz nahe zurückkomme, sowas, dann das Licht, da war unheimlich stark. Das hat mir aber nicht gestört in die Augen. Ich konnte genau sehen. Und natürlich, da bin ich ungefähr ab nach 2 Meter von diesem Licht. Auf einmal konnte ich nicht mehr gehen. Also ich habe mir gedacht, ich wäre blockiert. Als wenn ich 1000 Kilo wiege, konnte fast nicht schnaufen. Ich habe mir gedacht, wenn es noch länger so dauert, dann ersticke ich. Da konnte ich überhaupt nicht mehr rühren. Ich habe mich so glücklich gefühlt, also wenn man verliebt ist, aber viel, viel Ärger. Ich war unheimlich selig. Und ich habe mir den Mensch so genau angeschaut. Und natürlich, mir ist aufgefallen, da war ziemlich stark gebaut, aber Russen habe ich keine gesehen. Und nachdem, dass er eine enge Anzug gehabt hat, aber ich habe nicht gesehen, ich konnte nicht verstehen, ob er ein Mensch war oder ein Weib. Der hat ihn gefragt, ja, mental, ja, bist du ein Weib oder ein Mensch? Dann hat er gelacht. Und das ist das erste Mal, dass er gelacht hat. Dieses Wesen, das erkannt hat, dass er da ein bisschen in Gefahr ist, wenn er sich diesem Licht dieses Raumschiffs nähert. Und man sieht hier auch diesen Roboter, der an diesen beiden Mittelscheiben dieses UFOs immer hier geschoben hat. Und dieses Wesen kam raus, hat es auch in einer Zeichnung ganz gut gezeichnet. Er sagt, er hat so schöne Katzenaugen, Augen, die er noch nie so schön gesehen hat, hat den Helm auf und einen Anzug und der Unterarme waren wesentlich länger wie die Oberarme, genau wie beim Füße. Das ist zu ihm hingeschwebt, hat gesagt, stopp, stehen bleiben und hat mit ihm tatsächlich eine relativ lange Konversation geführt. Er hat gesagt, wir sind hier gelandet, weil wir hier einen Defekt haben. Normalerweise sagt er, machen wir das selber, aber wenn man die Atmosphäre nicht so dienlich ist für uns, schicken wir unseren Roboter raus, der das System hier wieder repariert. Er sagt, wir haben hier im Orbit oben ein mehrere Kilometer großes Mutterschiff. Dieses Wesen hat ihm auch etwas erklärt vom Aufbau des Kosmos, von schwarzen Löchern, von der Gravitation, dass sie Wurmlöcher nutzen, um hier zu reisen. Dass sie auch schon eine Zivilisation haben, die einmal umziehen musste, weil sie ihren Planeten leider so behandelt haben, dass sie nicht mehr lebensfähig war, sind auf einem neuen Planeten. Aber indem dass sie die DNA so gut beherrschen zum Umbau, haben sie ihre Körper diesen neuen Planeten eben angepasst. Sie müssen auch nicht mehr in Anführungszeichen sterben. Sie wohnen auf einem bestimmten Gürtel in der Mitte, haben eine sehr lange sehr lange Abenddämmerung und eine sehr kurzen Tageszeit und hat ihm auch ein bisschen erklärt, dass hier nicht Kinder so gezeugt werden wie bei uns, sondern das geht eher ja, energetisch, nicht? Über DNA-Übertrag etc. Und man hat gesagt, sie erkunden natürlich dieses Universum, weil sie auf Forschungsreise sind. Und dann hat ihm erklärt, dass hier oben diese Kuppel eigentlich dient dazu, dass wenn die wie hier eine Panne hätten und könnten das nicht mehr reparieren, wenn ein anderes UFO hört, die hat hier unten auch noch mehr so ein Teil, wo das genau reinpasst, dann wird das abgeholt. Sie haben aber auch erklärt, weil er gesagt hat, warum bleibt ihr denn nicht hier und sagt den Wissenschaftlern, was ihr wisst, dass wir hier mal einen Austausch haben, das ist ja grandios. Und sagt er, nein, das machen wir nicht, wir mischen uns nicht in andere Zivilisationen ein. Und
Jeder soll hier seine eigene evolutionäre Entwicklung machen. Er hat ja nur bewusst nochmal gesagt, sie haben auch hier die Erde etwas erforscht, weil die Evolution bei uns wesentlich schneller vonstatten geht, als wir auf ihrem Heimatplaneten, und die wollten untersuchen, warum das der Fall ist. Und dann haben sie auch gesagt, kommt etwas Negatives. Wir würden aber nie die technologischen Errungenschaften erreichen, wie sie das haben, weil wir eine instabile Kruste haben und in naher Zukunft irgendwo hier eine Art Rambazamba vonstatten geht. Und dann sind sie abgeflogen mit dieser Botschaft. Der ist mittlerweile schon verstorben. Und das hat den Mann natürlich schon, ja. Also mal als Techniker erst einmal interessiert, wie das funktioniert, da wirklich eben diese viele Fragen stellen, natürlich Antwort telepathisch, nicht verbal. Und wer sich interessiert, was er alles bekommen hat, ist auch in einer Doku drin, die Präsenz. Also eine ganz spannende Geschichte. Einer, der auch sehr, sehr viel, sage ich mal, von UFO-Forschern besucht wurden, auch von mehreren Deutschen, ist der Carlos Diaz, der 1981, 82, also über einen längeren Zeitraum, mit eben Wesen auch in Kontakt war. Man sieht hier Originalaufnahmen. Und er musste früh morgens rausfahren für ihre Schule, er war Fotograf, Aufnahmen zu machen, und plötzlich sah er eben dieses, ja, sagt das Schiff aus Licht, das vom Boden abhieb und vorbeiflog, und hat es aber dann im Laufe der Jahre noch öfter getroffen und öfter gesehen. Auch die Dorfeinwohner haben das gesehen und so weiter. Und er ist auch dann mit denen in Kontakt gekommen. Er hat gesagt, man würde die gar nicht körperlich unterscheiden können von uns. Und die haben auf alle gesagt, wir sollen doch bitte ein bisschen auf diesen Planeten aufpassen, wenn bei ihnen das ist auch passiert, dass sie hier nicht so sanft mit ihrem Heimatplaneten umgegangen sind und mussten auch umziehen. Und diese Wesen haben ihm auch gezeigt, wie komplex diese Natur miteinander verwoben und verbunden ist, und wenn man dann irgendwo eingreift und irgendwas rausnimmt, dass man hier die ganze Struktur durcheinander bringt. Man sieht hier auch, der hat dann später auch von Videokamera dabei gehabt, und man sieht dann auch plötzlich, wie das dann so Laserstrahlen absenkt, um scheinbar irgendwas abzutasten am Boden. Wenn man sich mal ein bisschen die Geschichte der letzten 70 bis 90 Jahre ansieht, wenn man allein diese Landungen einmal, die dokumentiert sind, ansieht, dann gab es natürlich schon einige, die sehr gut dokumentiert sind und natürlich sehr viele Berichte darüber gibt. USA-Stützpunkte wurden in vielen Fällen, gab es Landungen, von denen auch Astronauten berichtet haben. Im Renaissance Forest Fall Bentwater in England 1981, kurz vor Weihnachten, einer der beeindruckendsten, ein dreieckiges UFO, das im Wald landet. 1950 in der DDR, 1981 in Frankreich, in 1968 jetzt im Dolomiten, 65 in der UFO-Landungen auch vor Schulen. Und das ist natürlich immer ganz spannend. Eines wurde ja besonders bekannt, das ist diese Ariel-Schule in Zimbabwe 1984, wo der Professor John Mack dann eben die Kinder besucht hat und interviewt hat. Weniger bekannt ist der Fall in Wales 1977 und fast nicht bekannt in Australien 1966. Hier hat sich vor kurzem, den werden wir gleich sehen, auch ein neuer Zeuge gemeldet, der damals 8 Jahre war und hat eben von diesem Vorfall erzählt, weil er der Einzige war, der an diesem Tag nicht in die Schule reingegangen ist, sondern er wollte weiter schaukeln. Und das ist eine kurze Aufzeichnung, denn ein Kamerateam hat letztes Jahr eine neue Doku von dem Vorfall von der Ariel-Schule in Zimbabwe gedreht. Und zwar hat er wieder 3 Personen, die damals im Kinder waren, aufgesucht, die wieder nach Zimbabwe kamen und von ihrem Erlebnis eben vor Ort nochmal berichtet haben.
Hundreds of people today phoned the ZBC saying they sighted an unidentifying flying object. It was a bright radiant light. I've never seen anything like it in my life. It was the absence of noise I didn't like. People from all over Zimbabwe were phoning the BBC to say, we've seen something weird. There were three of us that saw it. Myself, the co-pilot, and the pilot in the other aircraft. No wings, no nothing. Shiny oval thing. Ariel School, 19th September, 94. Could you tell me what you saw on Friday? This silver thing in amongst this clump of trees. We saw this black figure running. His face was like this, and his eyes were down here. I just thought it was some kind of alien from a different planet. When you looked at those children, they were absolutely credible. And whereabouts was it? In the trees over there. There was a big group of kids pointing and making a noise and shouting and screaming. Das Spannende an diesem Fall ist tatsächlich, von 65 Kindern, die damals eben diese Begegnung hatten mit diesen, ja, sind eigentlich drei Scheiben gewesen, eins ist gelandet und zwei Wesen sind ausgestiegen. Und mit ein paar, fünf, sechs Kindern so telepathisch auch in Verbindung getreten. Und ihre Botschaft war tatsächlich, diese technologische Entwicklung, die ihr auf diesem Planeten habt, das ist nicht gut für euch. Da müsst ihr bitte aufpassen, weil da fliegt euch irgendwas um die Ohren. Und wie war die Reaktion natürlich der Erwachsenen, der Lehrer? Riesenaufruhr, kannst du dir vorstellen, Pause, viele Kinder rennen hier hinten im Busch, der ungefähr 150 Meter weg war, und aber die Erwachsenen, vor allem die Lehrer, sind nicht mit hin, um das anzusehen, weil die dachten, das ist ein Ablenkungsmanöver dieser Kinder, damit sie eben die Süßigkeiten oder irgendwas stehlen können. Und danach kam eben die Befragung, da kam BBC und so weiter. Das, was wir gerade gesehen haben, war dieser damalige Kameramann, der beim Professor John Mack mit dabei war, der sagt, ich war in allen Krisengebieten der Welt und habe Krieg und Zerstörung gesehen. Mit dem konnte ich gut umgehen, aber mit dem, was die Kinder hier über diese Aliens erzählt haben und diese Landung, mit dem konnte ich nicht umgehen. Das war für den, das hat ihm sein. Und auch die Kinder erlebten natürlich im Laufe der Jahre extrem. Ja, das beschäftigt natürlich bis zum Schluss, weil erst einmal haben die Leute gesagt, okay, ihr habt irgendwas gesehen, aber Außerirdische waren mit Sicherheit nicht, weil die gibt es nicht. Und haben da lange, lange zu knappern gehabt dran, bis heute. Das ist eben diese Broadhaven Primary School in England, wo auch eben ein zigarrenförmiges Objekt gelandet ist. Spaceship, it looked a cigar shape with a dome on it. It had yellowy, orange to red light on the top of it. How clearly did you see it? Well, I couldn't see its face because it was too far away. Now you say you saw a man as well, did you? Yes. And what about him? Well, he was too far away to be seen as well. My friend Philip here was trying to find a way over the stream, and I was looking at the bushes up the top of the trees, and then suddenly, the silver cigar-shaped object seemed to pop up from behind the bushes and trying to take off, then it disappeared again. Natürlich auch immer ein Argument, dass Kinder natürlich große Fantasie haben, dass sie sich gern Dinge ausdenken und ja, man weiß, was so wieder für Streiche gespielt wurden. Auf alle Fälle kann es keine UFO-Landung gewesen sein, weil die gibt es ja nicht. Das ist jetzt dieser Derek Weise. Dieser UFO-Westfall-Zeuge von 1966 in Australien. Ich kann mich erinnern, ich war auf dem Weg nach Westthal ein bisschen früher am Morgen, denn wir mussten rechtzeitig in der Schule sein. Wir kamen dort an und es war ein ziemlich normaler Tag. Es waren Kinder da, die spielten. Und als die Glocke läutete und die Kids hineingingen, hatte ich einen sehr starken Drang, das nicht zu tun. Nicht allen anderen zu folgen, sondern einfach dort zu bleiben und bei der Schaukel zu spielen. Das passte nicht zu mir, aber ich dachte nicht darüber nach, denn ich war erst 6 Jahre alt. Und draußen zu spielen bei den Schaukeln war viel spannender, als ins Klassenzimmer zu gehen. Also blieb ich draußen. Ich glaube, ungefähr eine Stunde oder so. Dann kam einer der Lehrer zu mir und sagte zu mir, er wolle mich in der Klasse haben. Und ich sagte, ich wolle eigentlich nicht ins Klassenzimmer gehen. Und er sagte, ich könne dort spielen, was eine Lüge war. Aber er schaffte es, mich dazu zu überreden. Und er drehte sich um und ging zurück in die Schule. Er ging an der Seite des Schuleingangs hoch und ich spielte einfach weiter und dachte, ich wäre damit durchgekommen.
Nach ungefähr einer weiteren Stunde stolperte ich beim Schwingen an der Schaukel und fiel auf den Boden. Und als ich wieder aufstehen wollte, hörte ich Geräusche vom Himmel. Und der Lärm hörte sich ein wenig an wie ein Stierrufhorn, wie es die Aborigines benutzen. Aber viel schneller. Und da war ein Klicken und Knistern wie bei statischer Überhitzung. Ich fand es sehr ungewöhnlich und als ich mich umsah, sah ich drei silberne Raumschiffe, die um die Schule herumkreisten. Während sie kreisten, gingen sie nach links und immer tiefer hinunter. Das war das einzige Mal, dass ich diese drei Raumschiffe wirklich gesehen habe. Aber ich hatte ein wenig Angst und beschloss, dass ich den Leuten davon erzählte. Ich rannte direkt zum Eingang, durch den Mr. Greenwood vorher gegangen war. Ich lief einen Flur entlang zum Klassenzimmer und ich rief, da sind diese Dinger am Himmel, da sind diese Dinger am Himmel. Und ich rannte zurück aus dem Klassenzimmer zum Spielplatz. Und als ich herausrannte, deutete ich zu diesen Objekten, die gerade über dem Grund schwebten. Und ich rief einigen Kindern, die am anderen Ende des Sportplatzes spielten, zu, dass da irgendetwas am Himmel ist. And I was a little bit, what could you say? I felt a little bit strange. Und wie soll ich sagen, ich fühlte mich irgendwie etwas merkwürdig, denn ich schaute zurück und keiner der Schüler oder Lehrer folgte mir. Ich dachte, vielleicht haben sie mich nicht gehört oder sie machen sich gerade bereit, mir zu folgen. Also sprang ich zu dem Zaun, wo die Schaukeln waren. Ich rannte über den Platz zum rechten Eck. Ich konnte immer noch nichts sehen und da war eine Senkung, ein flaches Areal. Und der Maschendrahtzaun war da, wo das flache Areal war. Ich kroch unter dem Maschendrahtzaun hindurch und weil das Gras so hoch war, konnte ich nicht sehen. Ich beschloss, ein wenig weiter auf einen Pfosten zu klettern. Ich dachte, wenn ich darauf klettere, kann ich vielleicht sehen, was los ist. Und da waren diese Holzteile an der Seite des Pfostens, also ich konnte sehr leicht hochklettern. Ich kam also auf den Pfosten und als ich mich aufrichtete, sah ich das Raumschiff im Gras. Und Sekunden später sah ich, wie sich die Tür öffnete und diese drei Dinge herauskamen. Sie hatten Kapuzen und Capes an. Sie kamen sehr schnell auf mich zu. Ich sah tatsächlich, wie sich das Gras teilte. Sie hielten direkt vor mir an. Sie waren sehr dünn, von einer gelb-grau-braunen Farbe. Ihre Köpfe waren diamantförmig mit sehr großen Stirnen, mit sehr großen schwarzen Augen. Die Arme und Beine waren sehr dünn und sie hatten vier Finger, keine Daumen. Ich hatte nicht unbedingt Angst vor ihnen, sondern Angst vor dem, was sie tun würden. Ich hörte diese Stimme in meinem Kopf, die sagte, wir haben nicht vor, dir weh zu tun, aber du musst jetzt da runterkommen. Und ich dachte mir, ich gehe mit euch nirgendwo hin. Das nächste, woran ich mich erinnere, ich sah den Typ vorne, wie er das dreiecksförmige Emblem an seiner Kleidung anfasste, auf seiner Brust. Und dann drehten sich die drei automatisch um und rasten in einer Reihe zurück zum Raumschiff. Und in dem Moment, als ich sah, wie die Tür wieder aufging, verlor ich das Bewusstsein. Ich fiel auf das Feld, auf den Boden. Ich war nicht vollständig bewusstlos. Ich fühlte mich ein bisschen verwirrt vom Fall. Ich stand gleich wieder auf, und als ich wieder aufstand und mich umsah, erhob sich das Raumschiff und schwebte nach oben. Und als es eine gewisse Höhe erreicht hatte, wusch, flog es davon über die Schule. In diesem Moment bemerkte ich das Schiff, das über meinem Kopf kreiste. Zuerst dachte ich, es wäre nur eins, aber dann erkannte ich, dass da mehrere waren und dass sie alle gleich aussahen. Diese Geschichte von dem dauert fast 2 Stunden, denn diese Wesen ließen nicht locker, haben ihn immer wieder auch beim Schulweg nach Hause tatsächlich entführt, auch zu Hause entführt und hatte ein ziemlich schweres Leben, weil er versucht hat, dieser Entführung zu entgehen und das ihm aber nicht gelang. 1965 gab es auch einen Vorfall, also ähnlich wie in Socorro in den USA, wo ein Polizist auch ein gelandetes Teil sieht, das irgendwie so ausschaut wie so ein Ei mit einer kleinen Kuppel drauf. Dieser Mann hat das damals beschrieben, wie so ein bestimmtes Fahrzeug, das es damals in dieser Zeit gab.
und er nähert sich dicht bei diesem Lavendelfeld, diesem Objekt, und dann flog es weg. Es gibt auch skurrile Fälle wie hier, wo auch hier eine Scheibe landet und die was essen und diesem Mann hier das zum Essen geben, der von diesen drei Scheiben hat er zwei gegessen, eine hat er dann zum Analysieren gebracht und man stellt ja fest, da sind nur irdische Zutaten drin, also hat man ihm natürlich nicht geglaubt. Es gibt natürlich auch immer wieder diese UFO-Wellen, wo viele Tausende von Menschen über Monate hinweg UFOs sehen oder ganz dramatisch große UFOs sehen, wie Phoenix Lights 1997, wo ein 1,5 Kilometer großes V-förmiges Objekt über Phoenix hier hinwegfliegt oder Greifswald-UFOs in Deutschland oder in Brasilien die UFO-Nacht oder die belgische UFO-Welle, da gab es ja auch eine Fernsehübertragung mit dem General de Breuer, der damals eben über Kampfjets, sage ich mal, die Verfolgung aufgenommen hat, den konnte sie aber natürlich nicht erreichen. Und da gab es dann auch dieses Bild dazu, dieses Bild von den Phoenix Light, das haben ja Tausende von Menschen gesehen und hat man dann als Erklärung gesagt, da hat das Militär eben irgendwelche Leuchtfackeln abgeworfen. Oder da gab es auch in Mexiko im Jahr 2000, auch 1991 und dann haben wir im Jahr 2000 riesige UFO-Wellen. Man sieht hier, man hat gesagt, das wären lauter Möwen oder Vögel, die hier oben fliegen. Aber das waren sie nicht, weil wenn man die Aufnahmen sieht, verhalten sie die komplett anders. Also wirklich Hunderte oder Tausende von diesen Objekten, die Mexikaner, die haben teilweise ihre Mittagszeit auf den Dächern verbracht, um eben UFOs zu filmen. Und wenn man sie zum Beispiel auch ansieht, die UFO-Forschung eben vom Projekt SIGN, Projekt Blue Book etc., gibt es ja viele, viele Regierungen der Welt oder Staaten, die tatsächlich dieses UFO-Phänomen untersucht haben und die ich hier gelb markiert habe, also Russland 1979 oder 1980, 1985 in Hastalen, der Kometa-Rapport von Frankreich, Argentinien etc., Chile, Norwegen und die, wo hier gelb markiert sind, da kommen alle diese Ergebnisse zu dem Schluss, dass dieses Phänomen tatsächlich real ist und weiter untersucht gehört. Wenn man oft Leute fragt, sage ich, weißt du eigentlich, dass so viel Dokumente schon gibt, die bestätigen, dass das UFO-Phänomen real ist, dann sagen die Leute, habe ich noch nie gehört, wo soll denn das stehen? Ja, steht sogar in Wikipedia drin. Das Spannende sind ja dann immer die Zusatzkommentare, wenn man zum Beispiel diesen Kometa-Report hier die Regierung über mehrere Jahre gemacht hat und dann steht zum Schluss der Kommentar, wer weiß, ob die eingesetzten Leute und Experten überhaupt in der Lage waren, dieses Phänomen richtig zu deuten. Also das ist natürlich schon einmal eine Nummer. Ne? Aber gut. Wissen wir. Jetzt nehmen wir das Thema, da wird ja der Robert Fleischer, wenn er hier seinen Vortrag hält, demnächst noch ein bisschen auf die aktuellere Situation eingehen, weil wir haben ja tatsächlich fast täglich irgendwelche Neuerungen. Aber der Geist aus der Flasche ist eigentlich losgegangen 2017, als zwei, und mittlerweile glaube ich sind es sogar vier, Videos durchgestochen wurden und die New York Times, die Washington Post und die Politico ihr einen Bericht brachten. Das ist übrigens der meist aufgerufene Bericht mit 1,5 Millionen in der New York Times zu diesem Thema von Videoaufnahmen aus Hornet-Kampfflugzeugen, die auf dem Flugzeugträger Nimitz stationiert waren. Und dann hat man darauf gewartet, was passiert. Dann tauchte der Luis Elizondo auf und sagt, ich habe hier gearbeitet als Leiter bei einem privaten Forschungsprogramm, die für die Regierung eben diese Phänomene untersucht. Und dann dachte man, ja klar, wir warten jetzt drauf, bis das als Fake bestätigt wird. Ein Jahr später stellt sich fest, nein, die Navy hat gesagt, nein, diese Verfolgungsvideos sind tatsächlich echte Aufnahmen. Und da wurde sie natürlich jetzt schon langsam spannend. Und also die Bestätigung erfolgte also am 27. April 2020 und dann kam natürlich auch wieder die Presse und sagt, mei, wieder auf grünen Männchenjagd, schreibt die Frankfurter Allgemeine oder hier ein neuer Stoff für Verschwörungstheoretiker, schreibt die Süddeutsche und hier UFO-Gläubige blicken in den Nachthimmel, Geheimdienste berichten über UFOs, über Erklärungs wird spekuliert.
Hier, ich habe keine Erklärung dafür, aber es muss natürlich alles stunken erlogen sein. Oder die interessanteste Aussage kam von unserem deutschen Astronauten Dr. Ulrich Walter, der sagt, es kann ja nur ein Fliegenschütz auf der Verfolgungskamera und das Kampfjet gewesen sein, anders geht es gar nicht. Dann war natürlich die Aufmerksamkeit auch auf diesen beiden Piloten, die sind tatsächlich Top Gun-Piloten, also dieser David Pfeiffer und die Alexa Dietrich, die hier damals diese TikTok-Videos und diese Aufnahmen gemacht haben, die kamen dann bei 60 Minutes, und natürlich in vielen Fernsehsendern der USA. Dann gab es die erste Anhörung dazu, zu diesen 400 unbekannten Fällen. Da habe ich damals auch interessanterweise die Live-Übertragung vom ZDF NEO mitverfolgt und da wurde dann live, in Anführungsstrichen, gedolmetscht und hier wurde ganz klar gesagt, diese 400 Fälle sind nicht erklärbar und es handelt sich auch nicht um Russen oder Chinesen und es handelt sich auch um Objekte, die Bewegungen machen, die wir in unserer Physik nicht können. Und die Übersetzung von ZDF NEO war genau das Gegenteil. Die sagen, ja, die Fälle sind erklärt und wahrscheinlich sind es die Russen oder die Chinesen. Und dann dachte ich mir, das ist schon mal frech, wenn man bei einer Live-Übertragung falsch übersetzt, weil man denkt, die ganzen Deutschen verstehen ja kein Englisch. Ja. Okay. Also auch ganz spannend, wenn jemand da mal sagen will oder interessiert, wo gibt es denn überhaupt UFO-Sichtungen, da gibt es eine Karte, da sind es glaube ich bis 1900 zurück über 90.000 Berichte hier dokumentiert, da kann man jeden einzelnen dieser Punkte anklicken und da bekommt man eben einen Bericht dazu, wenn es ein Foto gibt, sogar ein Foto und eine Beschreibung. Da sieht man also schon, dass es ziemlich häufig vorkommt, dieses Phänomen. So, Explosion auf diesem Gebiet war natürlich jetzt am 5.6. in diesem Jahr ging es los. Da kam in einem im Debrief, das ist ein Journal, ein Interview, das Leslie Keen und David Bloomberg, also zwei Journalisten von der New York Times, geführt hatten. Und zwar mit diesem Herrn hier, mit dem David Charles Crush, der Informant. 36, ein dekorierter ehemaliger Offizier in Afghanistan, ist Veteran der National Geospatial Intelligence Agency und National etc. etc. und ist von 2019 bis 2021 als der Vertreter der Aufklärungsbüros in der Taskforce für unidentifizierte Luftverkehrsphänomene tätig gewesen und war von 21 bis 22 Leiter der UAP-Analyse unter den Vertretern der Taskforce. Also das ist einer der hochdekoriertesten Menschen und der hat natürlich in diesem Interview ja, die Bombe platzen lassen. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Coulthart, who's reporting for News Nation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was, in fact, a program that the UAP task force was not read into. Ich fasse damit zusammen. Der sagt jetzt öffentlich im Fernsehen, auch wenn dieser New Nation Sender vielleicht jetzt nicht gerade der, sage ich mal, größte Fernsehsender in den USA ist, aber auf alle Fälle haut der Dinger raus. Er sagt, wir bergen diese Teile seit 90 Jahren. Es gibt ein geheimes Bergungsprogramm, nicht nur von uns, sondern
auch von anderen Staaten auf dieser Welt, so eine Art kalter Krieg in der UFO-Bergung. Er hat auch in einem späteren Interview gesagt, so zwischen 1 und 3 UFOs fallen alle 5 Jahre runter oder landen und wir catchen uns die. Und wir haben nicht nur diese UFOs, die kaputten, sondern auch die gelandeten und auch die entsprechenden Körper dazu. Das ist natürlich schon einmal eine Aussage, die hat man so natürlich nicht gehört. Wieder natürlich Interview, ich weiß nicht, wer es war im deutschen Fernsehen mit unserem Ulrich Walter. Und die Antwort von Ulrich Walter war, das glaube ich natürlich nicht. Dazu kam natürlich jetzt ein Riesenaufruhr. Man hatte dann eine Kongressanhörung einberufen. In der deutschen Presse war natürlich dann auch davon berichtet, aber nicht mit so schönen Bildern wie hier, wo die Leute über Eid hier ihre Aussagen machen dann, sondern irgendwie so ganz komische Gesichtsauszüge und um die Leute ein bisschen komisch aussehen zu lassen. Und es ist wirklich spannend, was sich da hier in den letzten Monaten her entwickelt hat. Aber ich habe noch mehr ein Schaubild, das mir damals, leider heuer verstorbene Illebrand von Ludwiger mir immer wieder laufend zur Verfügung gestellt hat, das von der MUFON immer gesammelte Daten im englischsprachigen Raum weltweit bis auf Asien und so weiter ist nicht dabei, wie viele UFO-Sichtungen etc. Jedes Monat passieren. Haben wir einen Zeitraum von 2013 bis 2019. Man sieht hier tatsächlich, hier haben wir 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ein paar Ausreißer dabei und es geht über die Jahrzehnte immer gleich. Hier haben wir Objekte, Sichtungen, hier haben wir Objekte, die näher sind als wir 150 Meter und hier haben wir sogar Objekte, die näher sind wie 30 Meter. Da kannst du also nicht mehr sagen, du hast irgendeinen Lichtpunkt gesehen, sondern ziemlich genau. Und er hat auch irgendeine Statistik noch gehabt, wo er gesagt, wir haben so und so viele Landungen jedes Monat, dokumentiert mit Abdrücken und so weiter und so fort. Vor ein paar Jahren haben wir einen Dr. Jeffrey Mischloff besucht in den USA. Robert, du warst ja mit dabei. Und der hat einen Mann untersucht oder begleitet, weil er eben so extreme Fähigkeiten gehabt hat. Man hat ihn genannt, den PK-Mann, der Ted Owens. Und dieser Mann hat bereits, sage ich jetzt mal, habe ich 69 oder 70 schon mit einem Reporter damals ein Interview geführt und hat dem beschrieben, wie er eben zu diesen Fähigkeiten kommt und wie er sich mit diesen Space People austauscht. Das war schon das erste Mal, wo man sozusagen diese CE5-Kontaktmethode irgendwo mit einer Taschenlampe gemacht hat. Der ging nämlich ein einsames ein Gebiet, in einem Feld oder in einem Wald und hat eine Taschenlampe dabei und dann hat er mit diesen Wesen kommuniziert, die eben bestimmte Symbole beibrachten, die er denken soll, dann wissen sie, was er will und umgekehrt. Und er nannte die Wesen, die sahen aus wie heutzutage diese Gottesanbeterinnen, diese Mantis. Man nahm ihn dann aber nicht ernst, weil damals waren vielleicht nur die Greys irgendwo bekannt, aber Mantis, Insektenartige, kannte eigentlich niemand. Und da hat er da eine Zeichnung gemacht, wie die in ihrem Objekt sitzen und haben in der Mitte so eine Art Scheibe, wo sie die Erde betrachten und eine Art Gitternetz da drauf sehen. Und mit denen hat er kommuniziert und die haben ihm dann immer wieder Sachen gesagt, wo UFOs erscheinen oder erscheinen können. Er hat gesagt, okay, ich kann die rufen, dann kommen die. Und kann mit ihnen kommunizieren und die haben ihm auch immer wieder Informationen gegeben, zum Beispiel das Space Shuttle Absturz, da hat er eben diesen Dr. Jeffrey Mischloff angerufen und hat gesagt, bitte, das Space Shuttle soll nicht starten, denn seine Kollegen von die Space People hätten ihm gesagt, dass es abstürzt, dann der soll doch bei der NASA anrufen und Jeffrey Mischloff sagt, ich kann doch nicht bei der NASA anrufen, sage ich, das Space Shuttle hier am Boden halten, weil du mich angerufen hast, weil dir deine Außerirdischen gesagt haben, wir stürzen ab, das geht nicht. Auf alle Fälle ist dann abgestürzt und genau, da gibt es ein interessantes Buch darüber, nur in Englisch momentan, wo eben diese ganzen Fähigkeiten von diesem Dr. Jeffrey Mischloff, von diesem Ted Owens beschrieben hat, glaube ich 170 oder 80 Mal sogar notariell dokumentiert und das Cover sieht man auch einen Blitz und das konnte er auch, da ging er mal zu einem Notar und sagte, ich hätte gerne eine Bestätigung, dass ich Blitze machen kann
Und der hat ein bisschen geschmunzelt über diesen Mann und sagt, ja, dieses Dokument kriegst du schon, aber zuerst musst du mal einen Blitz machen. Dann hat er gesagt, ja, wo willst du denn hin? Dann hat der Notar gesagt, ja, da vorne ist eine Brücke und mach ihn dorthin. Und er macht im Büro von diesem Notar eben seinen Finger nach oben und in dem Moment ging dann der Blitz auf dieser Brücke nieder und dann bekam er sein Dokument. Der konnte ganze Wirbelstürme, Orkane machen und wieder stoppen und etc. Also unglaubliche Geschichten. Also der Kontakt zu diesen nichtmenschlichen Intelligenzen scheint auch lange zu sein, denn die haben ihm auch irgendwie mitgeteilt, dass er wieder so eine Art Experiment ist, um zu sehen, was dieser menschliche Biocontainer alles kann, aushält und so weiter, weil wir haben da auch Experimente früher gemacht, zum Beispiel mit Moses oder sowas. Also offensichtlich, um zu sehen, wenn wieder so ein Biocontainer-Modell abgegradet ist, was man damit so machen kann. Wenn ein ganz normaler Mensch, der als Rechtsanwalt, als Professor tätig ist, nie mit irgendwas Paranormalen in Berührung gekommen ist, ganz normales Leben führt, plötzlich mit Dingen konfrontiert wird, die jenseits unseres Verstandes liegen, dann wird es in der Regel spannend. Und ich habe hier einen Fall, der dann mit dem Dr. Edgar Mitchell, den sechsten Mann auf dem Mond, der schon verstorben ist, ein Institut gegründet hat, die Edgar Mitchell Foundation, die mittlerweile umbenannt wurde in Consciousness and Contact Research Institute, CCRI. Und was es hier auf sich hat, das schauen wir uns ja mal kurz an. Dieser Dr. Ray Hernandez, wie gesagt, Studium gehabt, Teilzeitprofessor an der Universität New York tätig, etc. etc. Also Anführungsstriche, eine ganz normale Karriere. Und plötzlich passiert eines Tages, lebt mit seiner Familie in Florida, also in Miami in Florida, und dem passiert eines Tages Folgendes. Das ist seine Familie, also er war ein bisschen jünger, das war 2012, seine Frau, eine Tochter und auch ihr Kind, der Hund, die Nena. Und die Nena war 15 Jahre alt und ziemlich krank. Sie konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen, die war nur noch mehr im Körbchen und irgendwie haben wir gesagt, wir müssen irgendwie das Leid von diesem unserem Kind, also von diesem Hund, erlösen. Und Ray hat zu seiner Frau gesagt, okay, also ich werde morgen früh zum Tierarzt fahren und werde die Nena einfach einschläfern lassen, dann ist dieses Leid beendet. Natürlich war das für alle Betroffenen natürlich ein trauriger Moment. Und die Frau ist Mexikanerin und sehr gläubig und ist die ganze Nacht im Aufgeblieben und hat gebetet, dass doch ein Wunder passieren. Und tatsächlich ist Folgendes passiert. Um etwa 6 Uhr früh kommt die Frau eher mit einem lauten Getöse ins Schlafzimmer. Ray schläft natürlich noch und weckt ihn auf. Ray, komm schnell aufstehen, ganz so schnell, komm sofort runter in das Wohnzimmer. Er springt natürlich auf, seiner Frau hinterher, runter ins Wohnzimmer. Vor ihm die Frau, in dem Moment, wo sie das Wohnzimmer betritt, macht es Glück, ist die Frau verschwunden und Glück, ist der Hund verschwunden. Und er sieht dieses Wesen hier, oder dieses Lichtwesen. Und dieses Lichtwesen spricht mit ihm telepathisch und sagt, Ray, alles gut, kein Problem, leg dich wieder hin. Aber was tust du in diesem Fall? Du gehst natürlich wieder zu Bett. Ne? Das hat er dann auch gemacht, hat sich dann nochmal hingelegt und nach 2 Stunden kommt er aber tatsächlich wieder auf und ganz verdattert, Mensch, Frau, Hund, Wohnzimmer, Wesen, stürzt wieder ins Wohnzimmer runter. Und also übrigens, das war das, was seine Frau gezeichnet hat und das, was er gezeichnet hat. Frau ist wieder zurück, auch der Hund ist wieder zurück und der Hund rennt durch dieses Wohnzimmer rauf und runter, also wie ein junger Hund, völlig schmerzfrei,
hat noch 2 Jahre dann gelebt. Und die Frau sagt, wow, Angel is coming, Angel is coming. Maria hat gesagt, irgendwie, was ist das Angel? Weiß ich nicht, aber war so sehr schräg. Und das war dann das erste Phänomen, was ihm passiert ist. Und jetzt ging es wirklich Schlag auf Schlag. Am nächsten Tag ist er draußen auf der Terrasse, Kinder dabei, Nachbarn dabei und plötzlich taucht eine Art Lichtprojektion am Himmel auf von diesem Dorf, wo er gewohnt oder wohnt. Und dann fragt er mich, Nepomuk, wie groß ist denn das größte Fußballstadion in Deutschland? Wahrscheinlich Frankfurt, sagt er, ja, sagt er, mindestens 600 Meter breit, 300 Meter hoch und 400 Meter tief ist dieses Lichtobjekt hier oben am Himmel. Mehrere Minuten, alle können wir sehen, zack, und dann ist es wieder weg. Weiter. Nächsten Tag fährt er in die Arbeit, hört sich gerade eine interessante Sendung an im Radio, und plötzlich macht es auch wieder Klick. Ray schwebt im Nichts, ist weg vom Fahrzeug, denkt er, oh, bin ich jetzt gestorben oder was ist los? Dann erscheint vor ihm ein altes Wagenrad und zwischen der Schneiderspeiche läuft ein Video. Ein Video geht über UFO-Kontakt, eins über schamanistische Reisen, eins über außerkörperliche Erfahrungen, eins über mystische Meditationen, eins über Channeling, Remote Viewing, Nahtoderfahrungen, Geister, Spirits etc. Es kommt eine Stimme, die sagt, Ray, ihr auf der Erde, ihr Wissenschaftler, untersucht alle diese verschiedenen Phänomene in unterschiedlichen Wissenschaften, aber es ist nur ein Blick in die erweiterte Realität und du gehst jetzt runter und du wirst das wissenschaftlich erforschen. Zack, er sitzt wieder im Auto, die Musik geht genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hat, und sagt er so, jetzt reicht's. Recherchiert, beginnt sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, stoßt dann immer auf diesen Edgar Mitchell und dann tauschen sie sich aus etc. Die hatte selber während dem Mondflug ein mystisches Erlebnis und war immer schon ein Vordenker und sagt, es scheint so zu sein, dass Bewusstsein fundamentaler ist als wie Materie etc. Und tauschen sich aus und beschließen, eben dieses Institut zu gründen, die Edgar Mitchell Foundation und dann tatsächlich, weil wir festgestellt haben, es gibt überhaupt keine tatsächlich anerkannte wissenschaftliche Studie, wie viele Menschen haben den weltweit Kontakt zur nichtmenschlichen Intelligenz, wie oft kommt das vor, was kommt da vor, was passiert da etc. Haben dann eine riesige Kampagne angestoßen, um eben in 104 Ländern über 4.600 Personen in 3 Studienschwerpunkten dieses Phänomen zu untersuchen. Und haben dann nach mehreren Jahren das ganze Studie zusammengefasst in diesem Buch Beyond UFOs, also die Wissenschaft vom Bewusstsein und dem Kontakt mit nichtmenschlichen Intelligenzen, Volume 1. In meinem Buch, ich glaube, eins liegt noch da, da ist die deutsche Zusammenfassung in 120 Seiten drin, weil das Buch hat 800 Seiten. Und das Spannende dabei, wir werden uns ein paar Ausschnitte aus dieser Studie ansehen, was denn die Probanden geantwortet haben. Wie das genau abgelaufen ist, ist vielleicht jetzt gar nicht so relevant. Also Phase 1 und Phase 2 mit 600 Fragen und Phase 3 und Phase 4 etc. Wissenschaft ist ja immer sehr pragmatisch und sehr genau und so weiter. Also alle 4 Phasen sind komplett anonym und basieren ausschließlich auf bewusster Erinnerung, nicht luziden Träumen oder Hypnose in Regression, sondern nur, was die Menschen tatsächlich noch im Wachbewusstsein erinnern konnten. Und war in Englisch, in Spanisch, in Deutsch, Französisch, Slowakisch, Farsi und Kantonisches. Genau. Phase 1, 2900, 1700, 1700 etc. Also in 105 Ländern war es zum Schluss dann die Studie. So. Was zum Beispiel spannend ist, was ich selber auch überrascht worden, weil die konnten natürlich auch mittlerweile die ganzen Berichte über diese UFO-Entführungen, dass Menschen natürlich nachts aus ihren Betten geholt werden oder wo auch immer
hier auf einen Art OP-Tisch kommen, Experimente gemacht werden, also Samen, Sperma, alles mögliche, Eier entnommen werden und so weiter und so fort. Und das ist immer irgendwie ein sehr ein schreckliches Erlebnis war, wenn die Menschen da in Hypnose darüber berichten. Jetzt ist das Spannende, dass diese Menschen, die sich an dieses Thema erinnern konnten, also 1390 sagten, sie hatten einen physischen Kontakt mit nichtmenschlichen Gänsen und 63 sagten, da waren sogar mehrere Zeugen dabei. 72% haben mit ihnen interagiert, 85 mehr als wie einmal, manche sogar 10-mal, manche das ganze Leben lang schon. Und das Spannende, welche Wesen, also Energiewesen, menschlich aussehende Wesen, kleine graue, große graue, Geisterspirits, große Hybridwesen, Reptilianer, Insektoide, kleine Tierwesen, große Tierwesen, es scheint sich hier wirklich alles Mögliche zu tummeln. Und das Spannende war ja, ob das positive oder negative Erfahrungen waren. Und das, glaube ich, ist jetzt das Interessanteste, denn 85% bezeichnen diese Erfahrungen mit diesen nichtmenschlichen Intelligenzen tatsächlich als positiv. Es waren tatsächlich welche dabei, die waren negativ. Und dann hat man also untersucht, warum waren die genau bei denen negativ. Und hat man festgestellt, ein Beispiel, wenn so ein 3 Meter großer Reptilianer nachts um 3 neben meiner Frau im Bett steht, dann ist das momentan vielleicht nicht das der freudigste Thema. Fürchtet sich vielleicht auch davor. Wenn das einmal passiert und sie kann sich mit diesen nicht anfreunden, dann ist es negativ. Wenn sie aber feststellt, er ist ganz lieb, dann verschwindet dieses Negative. Und das ist halt passiert. Und das waren diese 9,7%, die glauben halt, dass sie schlecht oder bösartig sind. Da wo der Kontakt eben nur einmal stattfand. 62% sagten, dass sie helfen wollten oder haben ein erweitertes Bewusstsein in der Gegenwart von diesen Wesen, spürten sogar Liebe und wichtig war auch, was für Botschaften haben sie denn bekommen. Die einen sagen, sie sind auf der Mission auf der Erde, welche Mission haben sie nicht gesagt. Manche haben ihnen gezeigt, wie man Energie nutzt oder unbekannte Energie. Sie sagen, ihre DNA sei einzigartig, also die von diesen entführten Menschen. 45% haben sogar eine Vereinbarung mit diesen nichtmenschlichen Wesen getroffen. 30% waren einverstanden, mit auf dieses Raumschiff genommen zu werden, sie wurden also gefragt. 19% waren einverstanden, sich sogar als eine Art Zuchtprogramm teilzunehmen, zur Verfügung zu stellen. Manche 28% haben gesagt, wo sie herkommen. Aus welchen Teilen des Universums, wo auch anders. Informationen wurden geteilt, Liebe eins sein, Thema Reinkarnation wurde besprochen, Informationen über Gott und 19% sagten, und das wird spannend, da werden wir auch noch mal ein paar Mal eine andere Perspektive auf unser Sein machen, denn sagten, wir hätten die Menschen erschaffen. Und da muss ich gleich mal eins vorwegnehmen. Wenn man das Menschsein mit dem Biocontainer gleichsetzt, dann ist es das, was die meinen. Wenn ich hier ein Weißbierglas habe, dann ist es ein Weißbierglas. Was ich einschenke, ist das Zweite. Es geht um die Form und nicht um den Inhalt. 25,6% verbesserten sogar die menschliche DNA, also es wird hier offensichtlich an unserem Biocontainer irgendwie herumgebastelt, rumgeschraubt, wie auch immer. Ja, vielleicht vom Haut drauf zum, keine Ahnung, zum besseren Menschen, wie auch immer. Manche erhielten Informationen über die Spirit World, über den Sterbeprozess, über den Zustand der Erde, über Umweltkatastrophen, über also Seelenaustausche. Was ein spannendes Thema ist, da kommen wir auch noch mit dazu heute. Über die vergangenen Leben und das Konzept der Zeit, über das Konzept der parallelen Universen, medizinisch, manche wurden medizinisch geheilt, Spontanheilungen etc. Manche haben auch Auswirkungen auf ihr Sein, dass sie sensitiver wurden, übersinnlicher, Energien konnten sie mit Händen spüren, die Lernfähigkeit hat gesteigert.
46% wurden von Informationen überflutet, die sie nicht verarbeiten konnten. Das ist spannend. Denn die Gehirnforschung sagt eins, wenn sie hier viel reingetan haben in diesen Apparat hier oben, dann würden sie sagen, ja, Nepomuk, langsam, das hat nichts mehr Platz. Es ist genau das Gegenteil. Je mehr das hier drin ist, desto mehr hat Platz. Nur mal so am Rande. Telepathisch wurden sie informiert. Sie wurden selten, also konnten Telepathie, wurden seltener krank, konnten komplexe Informationen besser aufnehmen und so weiter und so weiter. Also sehr viele Psi-Fähigkeiten, würde man die nennen, im Beisein von diesen Wesen, wurde gesteigert. Spannend. Mittlerweile ist das zweite Buch in Arbeit und ein Teilbereich ist sogar schon auf dem Markt, eben mit der neuen Organisation, mit dieser CCRI, wo auch wieder hier die Abbildung auf diesem Cover, man sieht, dass alle diese Phänomene, die auftreten, auf diese erweiterte, auf diese, sie nennen sie eine größere Realität hindeuten. Und hier sind ja sehr viele Wissenschaftler mit dabei, die an diesem Themenfeld versuchen, sage ich mal, hier das neu einzuordnen. Ich spreche also eigentlich von diesem materialistischen Weltbild in dieses neue holistische, in dieses ganzheitliche Weltbild zu gelangen. Also 20 promovierte Akademiker und 10 nicht-akademische Forscher und was ist die Beziehung zwischen dem Bewusstsein unserer Kosmologie und dem Kontakt mit nichtmenschlichen Intelligenzen und deren Kontaktmodalitäten. Genau, also das sind unterschiedliche Wissenschaftler drin, die alle gemeinsam eins haben, sich trauen, sich über ihren Tellerrand hinaus zu denken, aber auch einen gemeinsamen Nenner, weil sie selber alle eine oder mehrere von diesen ungewöhnlichen Erfahrungen selber gemacht haben. Denn selbst ich würde hier nicht stehen, hätte ich nicht meine Erfahrungen selber gemacht, dann könnte mir jeder erzählen, was er will, und sage ich, geh mir weg mit diesem Zeug. Wichtig, die Basis von diesem ganzen Wissen ist eigentlich immer eins, ich kann es nur versuchen darzustellen, denn wie entsteht Realität, was ist Realität und wie entsteht unsere Realität? Das soll jetzt hier einen neutralen Menschen darstellen, Mann, Frau, wie auch immer, also unser Biocontainer, unser Körper. Und wenn jemand sagt, ja, Realität ist das, was außerhalb von mir so stattfindet, ich werde in eine Welt hineingeboren und diese Welt gibt es ohne mich, vor mir und nach mir. Und das ist einmal ein Glaubenssatz, wo ich sage, das ist so nicht richtig. Das Zweite, dass eine Realität unabhängig von mir, außerhalb von mir entsteht, ist schon der zweite Satz, der auch so nicht mehr haltbar ist. Wenn man sich ansieht, dass die meisten sagen, okay, wir haben unsere 5 Sinne, riechen, hören, tasten, schmecken, dann sagen die Wissenschaft, Nepomuk, wir haben eben diese 5 Sinne und der 6. Sinn ist der Unsinn. Aber das stimmt nicht, denn wir haben eigentlich 5 äußere Sinne und 4 innere Sinne. Also Gleichgewichtssinn, Tiefensensibilitätssinn, Organsinn etc. Also eigentlich sind es 9. Aber machen wir einen Sinn. Wenn ich jetzt diesen Tisch hier vor mir berühre, dann würden Sie sagen, ja, da wirst du jetzt spüren, dass der fest ist und dass der Tisch da ist. Ja und nein. Was läuft denn ab bei diesem Berührungssinn? Das heißt, meine Informationseinheit, mein Körper bekommt hier einen Widerstand zu spüren. Das heißt, biologisch betrachtet bekomme ich einen elektrischen Impuls über meine Nervenbahnen in mein Gehirn. Das ist beim Sehen das Gleiche, beim Hören, beim Schmecken. Man schmeckt nicht mit der Zunge, sondern über die Zunge. Das heißt, ich bekomme bei allen meinen Sinnen einen elektrischen Impuls und diese Softwareeinheit, dieses Gehirn, macht aus diesen elektrischen Impulsen eine Realität, die sie nach außen stülpt. Okay? Das heißt, dieser Körper ist eigentlich nichts anderes als wie eine Softwareeinheit, die Raum und Zeit und Realität gestaltet und erfindet. Eine Raumzeitkonstruktionsmaschine. Und offensichtlich kommt es darauf an, wie diese Softwareeinheit konstruiert ist und welche Informationen das sie dekodiert.
Und offensichtlich gibt es hier große Schnittmengen, denn wir können uns alle, wahrscheinlich hier, wenn einer sagt, okay, der Nepomuk steht da vorne, da gibt es eine Schnittmenge. Wie ich dann von jedem Einzelnen wahrgenommen werde, das ist natürlich unterschiedlich. In Wirklichkeit ist es noch ein bisschen komplexer, denn die Informationen, die verarbeitet werden, sind auch teilweise aus Bereichen, die uns vielleicht im Bewusstsein gar nicht so zugänglich sind, aus dem Unterbewusstsein, aus dem kollektiven Unterbewusstseinsbereich, aus Träumen, früher Leben, Spiritwelt, andere Intelligenzen, Meditation etc. Da kommen also mehr Informationen dazu. Also diese Verarbeitung dieser Informationen führt dazu, dass wir außerhalb von uns eine Realität wahrnehmen, in der wir hier agieren. Okay? Und wir sagen, das ist eine physische Realität, weil sie fest ist. Einer der führenden, möchte ich fast sagen, Kognitionspsychologen, Professor für Kognitionswissenschaften an der Universität in Kalifornien, der ja gerade auch einen richtigen Hype erlebt, ist der Donald David Hoffmann. Ich finde den sensationell, denn der traut sich auch, tatsächlich über den Tellerrand hinaus zu denken, weil er die Forschungsergebnisse, die er findet in seinen Experimenten, nicht negiert, sondern sagt, okay, wenn das so ist, dann ist die Realität etwas anderes, als wie wir denken. Weil die Evolutionsbiologen, die Evolutionsforscher etc. dachten ja bisher eigentlich immer, dass die Anpassung eines Lebewesens an seine Umgebung und die Chancen seines Überlebens, sich im Überlebenskampf, Anführungsstriche, durchzusetzen, je besser ist, desto besser sie die Realität wahrnimmt. Desto genauer sie je mehr Informationen, dass sie die wieder Realität bekommt, desto besser ist es für das Lebewesen. Okay? So, wenn ich diesen roten Apfel an einem grünen Baum besser erkennen kann, weil der aber eine andere Farbe hat, dann ist es vom Überlebensvorteil, weil ich nicht lange suchen muss, bis mir der Säbelzahntiger gefressen hat, dann kann ich den Apfel vorher schon pflücken. So, jetzt hat er aber festgestellt, also das ist unser momentanes Bild, wir haben sehen einen Apfel vor uns und denken, dieser Apfel, der vor uns liegt, wird hier genau eins zu eins so abgebildet, wie halt diese Realität tatsächlich ist. Wenn man aber die Forschungsarbeiten ansieht, und versucht das einmal kurz, dann haben wir bei einem Film eigentlich schon fast bei Matrix, er sagt, was wir eigentlich hier von draußen an Information, denn dieses Sein oder diese Wirklichkeit besteht offensichtlich eher aus Informationen und nicht aus irgendwelchen Dingen. Dafür hat er auch der Anton Zeilinger letztes Jahr den Nobelpreis bekommen für die Teleportation und Quantenverschränkung. Der sagt auch, früher hat man gesagt, die Welt wäre physisch und jetzt kann man sagen, okay, die Welt ist eher Information. Also wir bekommen eine Information über unsere Sinne, hier über die Augen, wir sehen diesen Apfel. Und hier ist der Apfel dann im Gehirn. Aber was wir bekommen, ist eigentlich nichts anderes wie eine Information, die wir dekodieren. Und dann sagt er, wenn man die Lehren der Evolutionsbiologie, ich habe sogar eine Formel dazu, und wenn man diese Formel in einem Computer eingibt und eben Experimente macht, um das zu simulieren, einmal Wesen, die die angebliche Realität komplett wahrnehmen, so wie sie ist, eins zu eins, dann gibt es die zweiten Wesen, die nur einen Teil der Realität wahrnehmen, aber mehr Informationen über die Fitness, über das zum Überleben. Und die dritten Teile der Wesen in diesem Experiment kriegen überhaupt nichts von dieser Realität zu sehen, sondern die bekommen nur Informationen, was ihnen zu überleben hilft, zum Fortpflanzung. Okay? Und wenn man diese Information oder diese Formel hier im Computer simuliert, man lässt sie dann eine gewisse Zeit lang laufen, also man simuliert hier Evolution, dann sieht man, was zum Schluss übrig bleibt, sind einzig allein die Wesen, die nur die Information über die Fitness bekommen. Und er sagt, wenn wir das jetzt auf uns umdeuten, sagt er, das ist nicht richtig. Er hat ein schönes Bild und sagt, Raum und, wenn man es mit dem Computer vergleicht, sagt er, Raum und Zeit wäre eher unser Desktop. Und die Dinge, die wir wahrnehmen, sind die Icons auf diesem Desktop. Er sagt, wenn Sie ein E-Mail-Programm aufrufen, um eine E-Mail zu schreiben und klicken dieses Icon an, dann geht ein Fenster auf und Sie können die E-Mail schreiben. Aber Sie sehen ja nicht, was im Hintergrund abläuft, um diese Programmierung, was hier passiert.
Und genau das meint er damit. Das, was im Hintergrund die Wirklichkeit tatsächlich passiert, das sehen wir nicht. Wir kriegen nur Informationen, Icon, das für uns, sage ich mal, abstrahiert dargestellt wird. Wenn man das jetzt einmal ein bisschen weiterspinnt und sagt, an deiner Stelle sitzt du am gleichen Ort und im gleichen Raum ein Wesen, der jetzt einen anderen Schwingungsbereich, einen anderen Biocontainer hat, der andere Informationen entdekodiert, der sieht jetzt das und ist am gleichen Platz, am gleichen Ort, zur gleichen Zeit. Okay? Er sieht sie nicht und sie haben nicht. Jetzt, wenn man das nochmal ein bisschen weiter treibt und sagt, okay, wenn alle diese Forschungsarbeiten der letzten 150 Jahre, die darauf hindeuten, dass oft nicht Bewusstsein, wenn man es jetzt mit Information gleichsetzt, ich habe es jetzt einfach als Bewusstseinscloud bezeichnet, wenn dieses Bewusstsein das Einzige ist, was tatsächlich existiert und sich in sich differenziert, so wie der Tropfen im Meer, also das Meer lauter Tropfen, aber kein Tropfen ist vom Meer getrennt, dann schaffen sich diese Tropfen, diese Bewusstseinseinheiten eine Realität, eine virtuelle Realität, indem sie nur Teilinformationen dekodieren und dazu erfinden sie eine Softwareeinheit namens Körper, die ja nur bestimmte Informationen dekodieren, je nachdem wie dieser Avatar ausgestattet ist, so sieht ihre Realität aus. Die Realität eines Baumes, eines Vogels, eines Hundes, eines Wurms ist mit Sicherheit anders als wie ihre. Genau, und davon gibt es, haben wir am Anfang gesehen, offensichtlich unzählige von diesen Realitäten. Und wenn sie dann aus dieser virtuellen Realität aussteigen, ist man wieder außerhalb Raum und Zeit. Und so gibt es natürlich auch unterzählige andere Realitäten mit anderen Containern etc., die sich alle überlagern und doch gleichzeitig sich nicht berühren. Jetzt, wenn man mit dem alten Weltbild beginnt, wenn man sagt, hier ist die Erde, das ist unser Universum, hier ist die Erde und hier ist dann Sirius B, man entdeckt hier Leben auf diesem Sirius B, dann wird ja, die Harald Lesch sagen, okay, da können wir aber mit unserem Raumschiff nicht hinfliegen, denn wir haben hier die Naturgesetze, die Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Das macht gar keinen Sinn. Das ist natürlich alte Physik. Da funktioniert es natürlich nicht. Sondern sie verlassen einfach mit ihrem Bewusstsein, ihrem Datenstrom, ihren derzeitigen Biocontainer, gehen in die Cloud und von der Cloud gehen sie wieder mit ihrem Bewusstsein auf ein anderes System, dekodieren andere Informationen und schon sind sie dort. Das ist nichts anderes wie Astralreisen, bewusste Reisen, außerkörperliche Reisen, wie auch immer. Sie können außerkörperlich in dieser gleichen Realität unterwegs sein oder die Realitäten wechseln. Genau, oder sie wechseln gleich das Universum und gehen von einem zu einem anderen. Hier gibt es viele Institute, die mittlerweile Ihnen diese Techniken beibringen. Und andere Intelligenzen haben offensichtlich Technologie. Vielleicht sind diese Schiffe, diese Raumschiffe, wie auch immer, selbst mit Bewusstsein ausgestattet, denn offensichtlich kannst du mit Bewusstsein die Datenströme wechseln und ohne Bewusstsein nicht. Und hier haben wir noch eine Aussage von einer Dame, die auch in den 90er Jahren entführt wurde, wo die Wesen dann am Bett standen und sagen, die menschliche Rasse wurde von einer extraterrestrischen Intelligenz geschaffen. Jetzt gehen wir noch mal ein Spiel zurück, wenn wir als erkannt haben, dass das Bewusstsein sich verschiedene Avatare schafft, um verschiedene Realitäten zu erleben, offensichtlich unzählige davon, dann, wenn Sie ein Entwickler sind auf einer bestimmten Ebene und sagen, Mensch, es werden über mehr Bewusstseinheiten, die schon alle möglichen Realitäten durchlebt haben, okay, lass uns doch einmal einen neuen Avatar kombinieren. Wir kombinieren jetzt einen Manti, einen Grey und verschiedene Körper. Wenn wir die kombiniert haben, dann haben wir eine neue Realität. Erschaffen wir eine neue Matrix und schon hast du wieder einen neuen Übungsplatz, wo du nächstes Mal hingehen kannst. Und dann kommt der gestorbene Nepomuk und sagt dann zu dem einen Assyrischen, sagt, wow, hier, euer Zivilisation hat hier gerade einen neuen Avatar erfunden, sage ich, darf ich da mal inkarnieren? Sagt er, super, komm rein, denk aber dran, gehst du durch den Geburtskanal des Vergessens und du weißt gar nicht, dass du in einem Spiel bist. Also, das wird spannend, das machen wir. Also, Hypothese, Sie sind hier alle in einem Computerspiel, das Sie sich selber geplant und geschaffen haben und haben gesagt, wow, dieser Biocontainer, der ist geil, da gehen wir rein. Und das haben Sie vergessen. Aber keine Sorge, Sie kommen hier wieder raus, spätestens dann, wenn Sie gestorben sind. Sie müssen also nicht hier ewig verweilen. Und
Auch diese ganzen Forschungsergebnisse von dieser Edgar Mitter Foundation und von der CCRI etc. deuten eben darauf hin, auch von Dr. Stephen Greer und so weiter, also dass offensichtlich hier verschiedenste Agendas laufen. Agendas natürlich von diesen Wesen, die sagen, okay, dieses Spiel wurde für uns geschaffen, also pass mal auf, dass hier keiner reinkommt, der hier irgendwo, sagen wir mal, unseren ein Virus reinbringt und das Spiel crasht. Das wollen wir natürlich nicht, weil es so lange gedauert hat, es zu erfinden, diesen Biocontainer. Dann gibt es natürlich auch die sagen, okay, jetzt dürfen wir mal die Spiele auf ein anderes Level bringen, jetzt dürfen wir mal diesen Biocontainer upgraden, weil der ist immer noch ziemlich aggressiv. Die hauen sich immer noch die Köpfe ein, obwohl sie wüssten, dass sie eigentlich miteinander arbeiten sollten. Da dürfen wir mal ein bisschen was hier an der Betriebssoftware von diesem Biocontainer mal ein bisschen was verändern, dass die zu mehr als Christen und Buddhas werden und nicht weniger, keine Ahnung, hau drauf. Die sind dann eben Kombinationen, die neue Biocontainer erschaffen. Dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, okay, um dieses Spiel ja, über die nächsten Stufe zu retten, denn offensichtlich ist diese Erde auch ein Biocontainer, auch ein Lebewesen und das möchte auch irgendwo in die nächste Bewusstseinsphase eintauchen. Also wird hier inkarniert aus anderen Bereichen, die bewusstseinsmäßig schon viele Stufen durchlaufen haben und sagen, okay, dann helfen wir mal ein bisschen von innen mit, um hier das Bewusstsein anzuheben, die Energie zu verändern, was auch immer, um hier neuen Spirit reinzubringen, um hier eben aufzuwachen, würde ich hier Ihren Regen sagen. Dann gibt es natürlich welche, die auch das Gegenteil versuchen. Dann gibt es eben diese Ted Owens Agenda, Biocontainer-Tests, um zu sehen, ja, wie weit ist jetzt denn der neue Container, funktioniert jetzt der schon gut oder kollabiert uns der, wenn der zu viele Telepathie-Sachen macht oder was weiß denn ich. Also es läuft hier ein sehr komplexes Thema, das ja für uns hier, glaube ich, gar nicht überschaubar ist, aber es wird immer wieder was Neues entdeckt, aber haben wir zumindest schon mal einen gewissen Überblick. Hier gibt es natürlich auch welche, die permanent Datensicherung machen, ne? Also ich sage jetzt mal hier Sicherung der Arten. Also, ne? Wenn man mal schon so eine komplexe Welt programmiert hat dann, und die stürzt irgendwo ab, dann hat man Sicherung davon. Dann gibt es diese sogenannte Wunderagenda, dass man immer sagt, okay, offensichtlich braucht man, um das Spiel voranzubringen, immer wieder ein paar Eye-Opener, immer wieder ein paar Leute, die Wunder vorbringen, wo man sagt, wow, Spontanheilungen gibt es, was? Es gibt Menschen, die können levitieren oder was auch immer. Und die Leute sagen, wow, irgendwie stimmt da was nicht mit unserer Realität, um das Bewusstsein auch nach vorne zu bringen. Jetzt sind wir wieder am ersten Screen vom Gianni Balducci, der sagt, der Sinn des Seins, und das sagt nicht nur er, sondern auch andere, da kommen wir noch dazu, weil viele fragen sich, wo ist denn der Sinn? Ich möchte es mal so ausdrücken. Wenn Sie in dieser Quelle sitzen, wenn Sie in diesem Informationsfeld, wenn Sie wieder verschmolzen sind mit dem Meer aller Möglichkeiten, wenn Sie wieder der Tropfen im Ozean sind, der vom Ozean nicht getrennt ist, dann sagen Sie, wow, ein super, ich bin hier in der Liebe, in der Vollkommenheit, alles super. Ja, aber alles super ist auch irgendwann langweilig, denn Action gibt es ja nur im Spiel. Also, gehen wir wieder rein und sagen, okay, auf, machen wir eine neue Runde, ne? Wo wir wieder was begreifen können, wo es wieder Realität gibt, wo wir wieder was auch immer treiben können, was neu erfinden können, kreativ sein können, alles Mögliche, das wir in der Quelle ja nicht sind, weil da ist ja alles in jedem Moment vollkommen. Also ist langweilig. So, also gehen wir wieder ins Spiel und machen wir hier Rambazamba. Jemand, der dieses Rambazamba, der Uli, glaube ich, hat dieses Buch auch hier liegen, beschrieben hat, weil sich ja Menschen in der transpersonalen Psychologie, vor allem in diesem Mindwalking, was Rolf Ulrich Kramer immer macht, erinnern sich eben an frühere Leben, an Leben zwischen den Leben oder an Leben, wo sie früher auch in der Entwicklung vielleicht von diesen Welten beteiligt waren aus anderen Bereichen und erzählen davon, wie alles begann und sagen, der Urknall fand nicht statt, sondern es war tatsächlich eine Ausstülpung des Bewusstseins, er sagt hier Mentalquanten, die sich hier dann eben eine virtuelle Software, um Informationen zu dekodieren etc. Das ist in seinem Buch, das ist jetzt gar nicht abgebildet, aber das gibt es hier. Das heißt, der Urknall fand nicht statt, aber auch Erinnerungen an frühere Hochzivilisationen, die schon mal einen Versuch gestartet haben hier in diesem System, aber dann irgendwo wieder auf Null gestellt wurden. Und er sagt, bei diesen Sitzungen ja, können wir halt auch permanent im Gesprächskontakt, auch mit eben anderen Intelligenzen, die nicht in diesem Spiel wohnen. Ne?
Herkunft aus astralen Welten, Begegnung mit außerirdischen und Raumschiffbesatzungen und so weiter und so fort. Also das ist aber nicht nur ein besonderer Fall vom Rolf Ulrich Kramer, sondern alle Mindwalking oder alle transpersonalen Psychologen erfahren die gleichen Geschichten. Da gibt es mittlerweile viele Tausende weltweit, die das machen. Was aber auch passiert, dass sich diese Außerirdischen bei instrumentellen Transkommunikationstechniken, wie zum Beispiel die Dr. Sonia Rinaldi aus Brasilien macht, die hat hier immer wieder neue Experimente, die versucht also mit dem Verstorbenen zu kommunizieren. Hier hat sie eine Versuchseinrichtung aufgebaut, da ist in der Mitte zwei so aufgeblasene Ballone, die werden dann mit verschiedenen Lichtquellen angestrahlt und dahinter ist eine Maschine, die Wasserdampf produziert und dann wird Licht ausgeschaltet und dann zeigen sich plötzlich in diesen Ballonen Gesichter von Verstorbenen. Ganz spannend, die hat jedes Monat einen ganzen Katalog von Verstorbenen, die sich hier zeigen, die hoffen, dass sie irgendwo die Hinterbliebenen wieder erkennen können. Aber es zeigen sich auch manchmal andere Wesen, die gar nicht zu uns gehören, wie hier ein, ich sage jetzt mal Lyrianer, also ein katzenartiges Wesen, oder hier ein Elfe, auch offensichtlich gibt es diese Realitäten der Elfen. Auch hier habe ich eine Dame, die ganze Bücher von den Elfen schreibt, die ihr das diktieren. Und wenn man tatsächlich sagt, okay, das ist ein spannendes Thema, ich würde auch gerne mal mit oder UFOs begegnen oder mit Außerirdischen vielleicht versuchen zu kommunizieren, der kann sich auch einer Gruppe anschließen, die eine sogenannte CE5-Methode macht, Kontakt mit über eine Meditationsmethode in einem abgelegenen Gebiet, sage ich jetzt mal. Das sitzt man hier im Kreis, hat eine bestimmte Agenda, die man hier in der Meditation macht. Man verlässt praktisch bewusstseinsmäßig die Erde, unser Sonnensystem, geht raus ins Universum und versucht, bittet andere Intelligenzen, sagen, okay, ich würde euch gern sehen, kommt doch bitte mit und geht bewusstseinsmäßig wieder in diese Meditationsgruppe zurück. Und dann kann passieren, dass sich hier eben andere Wesen zeigen und die schauen nicht alle aus wie wir, da kommen Lichtgestalten, wie auch immer. Und wenn diese Gruppe sehr homogen ist und das schon öfter gemacht hat, umso interessanter werden die Erscheinungen während diesen C5-Kontakte. Und wir wissen natürlich auch über Dänik und Co., dass viele Kulturen sich in der Vergangenheit auch immer wieder mit anderen Intelligenzen ausgetauscht haben, besucht wurden, vielleicht auch Wissenstransfer stattgefunden hat. Und so auch gerade ganz spannend, was in Mexiko passiert. Ich habe hier einen, der hier tolle Dinge ausgräbt, den Victor Camacho, die es natürlich offiziell in der Archäologie nicht gibt, wo der Kontakt mit nichtmenschlichen Intelligenzen meistens an diesen großen Augen und diesen ovalen Köpfen gezeigt wird. Aber was auch ganz spannend ist, das war ja letzte Woche eben die Anhörung vor dem mexikanischen UFO-Kongress und da wurden auch genau diese drei Fingermumien hier präsentiert mit zwei so Särgen, wurden die aufgeklappt und die Wissenschaft oder die Öffentlichkeit war sich sofort klar, das ist natürlich eine Fälschung, weil sowas gibt es ja nicht, das kann ja keine Außerirdischen geben. Aber das Spannende dabei ist tatsächlich, es ist eine lange Geschichte, die wurden 2017 von Grabräubern entdeckt, dann versuchten die Grabräuber die Dinge zu verkaufen, keiner wollte die haben, er sagt, was willst du denn da mit deinen komischen Gipsfiguren, die sind sowieso nicht echt und irgendjemand hatte aber dann doch irgendwo gesagt, okay, wir lassen uns die einmal untersuchen und hat dann einen Kontakt hergestellt zu diesem Jamie Marsan, der ist wiederum jemand, der einen guten Kontakt hat zu Gaia. Gaia war dann das Unternehmen in Baldur, für die ich auch schon gearbeitet habe, die gesagt, okay, wir haben es ja mal so offen, wir geben euch das Geld, ihr könnt es dann untersuchen lassen. Das haben dann drei Universitäten gemacht, in Mexiko, in Kanada und in Russland und haben dann, gibt es auch eine Webseite dazu, die heißt alienproject.com und haben dann auch das Ganze präsentiert. Da gibt es auch eine sogenannte Maria, die menschlich groß ist und hat auch drei Finger und drei Zehen und die Wesen sind ein bisschen kleiner und sind nicht menschlich. Man hat dann festgestellt, dass die teilweise nur 18% menschliche DNA haben. Das heißt, selbst eine Papaya hat mit unserer DNA noch 50% gleich. Das heißt, diese Wesen haben also keine irdische Evolution und haben vor 1000 Jahren hier irgendwo in Peru ihr Unwesen getrieben. Das Spannende dabei, ich habe hier dann den Professor Roger Zuniga von der Universität in Ica getroffen. Ich war, vielleicht hat sie der eine oder andere verfolgt, tatsächlich einen kleinen Abenteuerurlaub gemacht im Dezember letzten Jahr in Peru.
Da sind zwei Filme entstanden, Peru 1 und 2, Portale in andere Welten. Und dieser Roger Zuniga ist der Leiter eben von dieser Universität in Ica, wo eben diese Figuren, also 20 von diesen Drei-Finger-Mumien und ein paar andere, noch fünf verschiedene, dort eben verbracht sind. Die Regierung versucht permanent, diese Wesen abzuholen, weil die sagen, das ist Grabraub, ihr habt ja Grabschändung gemacht, das ist Kulturgut und so weiter. Roger Zuniga gibt die Wesen nicht raus, weil er sagt, nee, wenn die nicht menschlich sind, dann gehören sie auch nicht zu unserem Kulturgut und dann können sie auch nicht holen. Und so läuft der Streit. Und da hat man dann unglaubliche Geschichten erzählt, dass eben die ganzen Kritiker, die sagen, ja, das sind zusammengesetzte Tierteile etc., noch nie bei ihm waren. Die Wesen haben, bis jetzt auf die Präsentation, noch nie sein Institut verlassen. Alle Untersuchungen wurden dort durchgeführt. Und sie haben also die Untersuchungen in den letzten Jahren also vorangetrieben. Es sind also alle die gleichen Teile, da wurde nichts zusammengesetzt, nichts geklebt. Auch die Eier sind keine Steine im Bauch drin, sondern da sind tatsächlich Wesen drin oder Reptiloide, Kinder, sage ich jetzt mal, die dann so. Was aber ganz, ganz spannend ist, und das ist auch schon etwas, was für eine Fälschung natürlich gar nicht spricht, weil die haben hier oben metallische Implantate drin. Und diese metallischen Implantate sind aus zwei Metallen zusammengesetzt. Das eine Metall hat einen Schmelzgrad bei 330 Grad Celsius und das zweite bei 3300 Grad. Und das Interessante, das zweite Metall ist Osmium. Osmium ist eines der teuersten Metalle, die Sie überhaupt kaufen können. Ich glaube, ein Gramm kostet 10.000 Euro. Das heißt, welcher Grabräuber fälscht 20 Mumien, wenn bei einem schon, weiß ich nicht, wie viel Geld braucht, und dann nimmt ihm sowieso keiner ab. Also macht gar keinen Sinn. Das wird immer wieder vergessen. Es gibt tatsächlich Gefälschte, die werden auch immer dargestellt, weil offensichtlich haben diese Indogenen, die damals Kontakt mit diesen Wesen hatten, diese Dinge nachgebaut und haben die dann als Grabbeilage mit dazugegeben. Die sind tatsächlich geklebt und zusammengesetzt, aber nicht diese Originalen. Und wir werden da noch drauf kommen, da kommt nochmal ein Highlight gleich. Und ich bin gerade in einer Kontaktgruppe mit Familien aus Mexiko, die in Minen arbeiten, und offensichtlich haben sie da was entdeckt oder mehrere Minen entdeckt, in dem sich Kulturgüter oder Kunstschätze gefunden haben, die unglaubliche Dinge zeigen. Man sieht es hier an dieser Platte, wo hier eben Mayas mit Aussirischen oder mit Grays, mit großen Augen, großen Köpfen, auch hier abgebildeten UFOs, hier wird sogar ein Aussirischer irgendwie geopfert oder was auch immer. Ich habe hier 410 Funde, die teilweise bis zu 2 Meter groß sind. Hier sieht man auch die Größe von dem, das ist eine Uhr. Man sieht auch, wie diese Mayas, sage ich mal, diesen gelandeten UFOs auf diesen Pyramiden huldigen. Offensichtlich war hier ein Austausch. Dann sagt man, wieso waren die damals, sagen wir mal, so nahbar und heute eben nicht mehr? Ich glaube, dass die Mayas oder diese anderen indogenen Kulturen zu dieser Zeit technologisch noch nicht so weit waren wie wir heute. Also mussten diese Außerirdischen ja keine Angst haben, dass jemand mit diesem UFO davonfliegt oder ihnen das weggenommen wird, weil sie haben ja keine Technologie. Also kann ich dann auch gerne mal auf dieser Pyramide landen, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir meine Technologie abhanden kommt. Und natürlich passiert dann offensichtlich auch eine Art Wissenstransfer. Interessante Objekte, man sieht auch hier, wie hier die ausbuddeln, teilweise natürlich ziemlich brutal, weil die haben hier einen Schraubenzieher, und dann wird hier in diesen Lehmboden reingearbeitet, das wird natürlich ein Archäologe nicht machen, der hat einen feinen Pinsel und so weiter und so fort, und dann werden diese Dinger ausgegraben. Wenn du hinkommst zu diesen Familien, wirst du zuerst in der Stadt in Mexiko abgeholt, die Augen werden dir verbunden, haben wir 3 Stunden gefahren und dann stehen 30 bewaffnete Leute vor diesen Häusern, wo diese Dinge aufbewahrt werden. Also es ist schon eine gewisse Mafia auch da dahinter, weil die wollen natürlich nicht, dass die Regierung da drauf kommt, weil die wollen diese Dinge natürlich verkaufen. Und sowas wie hier, wenn sie das kaufen wollen, sind sie ungefähr bei 500.000 Euro. Wenn jemand 500.000 Euro bekommt, ich habe hier die Preise von diesen ganzen Gegenständen, dann können sie die auch kaufen, und die schaffen ihnen das dann außer Land. Genau. Man sieht hier wirklich diese Abbildungen, und die Abbildungen sind tatsächlich, man sieht genau, das ist ein Maya, das ist ein Mensch und das ist ein nichtmenschliches Wesen. Wir haben hier alles Mögliche abgebildet. Und was aber auch spannend ist, was mich interessiert, darum werde ich da versuchen, eine Drehreise zu machen.
Man hört ja immer wieder von diesen Raptors. Irgendwie hat keiner eins, aber die haben ein paar ausgegraben hier, die scheinbar schon verstorben sind. Und wenn man sich die ansieht, die schauen irgendwie ein bisschen anders aus wie wir. Ne? Die Köpfe, also irgendwie nicht sehr harmonisch. Aber gut. Auch die liegen offensichtlich in diesen Höhlen irgendwo verbuddelt. Auch hier wieder dieses Relief, wo man sieht, was hier gemacht wird. Extrem spannend. Und genau. Letzte Woche eben, am 13.09. wurden eben diese Drei-Finger-Mumien eben präsentiert, da vor diesem Kongress in Mexiko, so in diesen Kisten hier. Und auch hier dieser Jose de Jesus Salza Benitez, ja, einer der Wissenschaftler, der eben diese Mumien mit untersucht hat, hat hier Röntgenaufnahmen gezeigt. Finden Sie aber alles in meiner Doku, das ist auch alles drin. Ich habe auch alle Aufnahmen bekommen, die ich brauche, und vom Röntgen bis zum was weiß ich. Genau, aber was auch spannend ist, es wird ja in der Bibel auch immer von Riesen berichtet, von diesen Lefin-Lien, und alle Welt ist auf der Suche nach diesen Riesenskeletten und so weiter. Dann gibt es dann einen in Wien, Klaus Donner, der hat, glaube ich, mal irgendwie so einen Fersenknochen gefunden, hat gesagt, der war dann, der Mensch oder dieser Riese war dann 7 Meter groß. Und das war das Spannende, weil bei diesem Roger Zuniger in Ica, in seiner Universität, sagt er nicht, die Sachen, die kennt ihr schon, diese Drei-Fingerwesen und so weiter. Aber was ich noch habe, was noch nicht untersucht ist, aber jetzt demnächst untersucht wird, ist ein Riesenkopf hier. Ich darf ihn nicht zeigen. Ich habe das Bild, aber ich darf ihn nicht zeigen, weil er sagt, ich zeige ihn erst her, wenn die Untersuchung erledigt ist. Aber der ist genauso weiß in diesem Kissenalgen-Ding angemalt, um hier Insekten und Befall abzuwenden. Ich habe jetzt einmal versucht, hier einen menschlichen Kopf daneben hinzulegen. Ich habe den illustriert. Er hat ein Nasenloch, auch nur Wimpern dran, und der ist tatsächlich 80 cm groß. Der hat diesen Kopf mit 80 cm in seinem Institut liegen. Und er sagt, was ich noch habe. Die sehen so aus wie die Drei-Finger-Mumien. Er sagt, ich habe Wesen mit Flügeln. Auch die haben wir gesehen. Er sagt, die werden auf der ganzen Welt eben abgebildet. Auch die haben wir. Den Grabräuber, der weiß, wo diese unterirdische Anlage in Nazca ist, den haben sie eingesperrt und er gibt ihn nicht preis. Er sagt, da liegen noch viele, viele Särge von verschiedenen Wesen drin. Offensichtlich wurden damals, was für Experimente gemacht, wo man verschiedene Wesen in diesen Särgen aufbewahrt hat und versucht hat, die so aufzubewahren, dass sie eben nicht verwesen, sondern dass man da eben genetisches Material entnehmen kann und so weiter und so fort, um die Echtheit zu bestätigen in späteren Jahren, jetzt zum Beispiel. Sehr, sehr spannend, was jetzt gerade auch hier nach oben schwemmt oder kommt. Das wird auch natürlich die Geschichte der Menschheit, wenn sie dann tatsächlich mal anerkannt wird, ja auch umwerfen. Das haben wir auch hier in der Wüste von Peru eben gemacht, hier diese CE5-Kontaktmethode. Und dann sieht halt, wie oben am Himmel dann diese Burschen hier auftauchen und zurückblinken oder wie auch immer. Und dann sieht man plötzlich, das ist kein Stern, der bewegt sich ganz anders. Und wenn jeder das machen will, gibt es genügend Gruppen. Es gibt auch eine App, die können Sie auf Ihrem Smartphone herunterladen. Und da steht alles drin, was Sie dazu wissen müssen. Dass auch die Außerirdischen, in Anführungsstrichen, bei uns hier inkarnieren, um diesen Biocontainer zu nutzen, um zu agieren, hat die Dolores Cannon herausgefunden, seit über 50 Jahren Forschung, ist 2014 leider schon verstorben und hat 86 begonnen, mit dem ersten Aufführungsfall sich für das Thema zu interessieren und hat eben, glaube ich, 6, 7 Bücher über dieses Phänomen geschrieben. Wirklich sind sehr spannende Bücher, weil hier immer das ganze Protokoll ist, die Frage, die Antwort, und teilweise hat sie eine Hypnosemethode verwandt, die dazu geführt hat, dass der nicht mehr von seiner Vergangenheit und von seinen Erfahrungen berichtet, sondern direkt durchgeschaltet wurde zu anderen Wesen, die durch diesen im Trance befindlichen oder in Hypnose befindlichen Klienten gesprochen hat. Und da wurden manche Fragen gut beantwortet, manche eben nicht, und das ist natürlich sensationell. Wenn man die gelesen hat, dann kriegt man tatsächlich einen gewissen Überblick, was hier im Universum, in den Universen alles so läuft und passiert. Auf alle Fälle hat sie herausgefunden, dass hier gerade eben dieser Bewusstseinswandel hier auf diesem System, in dieser virtuellen Realitätsebene passiert, in 3 Wellen. Die erste Welle, okay, dazu in den 60er Jahren geborene Kommunikatoren, dann gibt es die sogenannten Energiebringer und dann noch die Kinder der neuen Zeit, und sie hat auch gesagt, wie manche andere, dass ADHS oder Asperger-Syndrom keine Krankheit ist des Gehirns, sondern eher eine
Weiterentwicklung, weil die viel empathischer sind mit den Handlungen als wir. Hau drauf. Die neue Hoffnung in dieser Welt. Und auch viele Whistleblower sagen, es passiert auch in den letzten Jahren sehr viele seitliche Insertionen, also Einschübe in unser Genmaterial. Offensichtlich durch die Millionen von UFO-Entführungen und verändertem Genmaterial, die dann hier geboren werden, sagen, okay, da gibt es also hier offensichtlich einen beschleunigten evolutionären Prozess unseres Biocontainers, um hier unser Verhalten zu verändern. Auch der Dr. Roger Lee ist gestorben, der hat immer diese Implantate aus diesen Klienten hier entfernt und genau, und sagt auch hier, es sind hier sehr viele andere Intelligenzen bei uns tätig, die hier alle möglichen Agendas verfolgen. Es gibt immer wieder welche, die seit Kind auf an mit diesen Wesen interagieren, mit dieser multidimensionalen Welt. Hier auch einer, Close Encounters with the, was ich, Fünf Kind, also in fünften Dimension, einer, der lebt jetzt in China, aber sein Buch handelt von einer extraterrestrischen Welt, in der die Wesen des Lichts drauf und so weiter und so fort. Also werden immer wieder Kinder auch und Leute auch über das ganze Leben hier, ja, geschult oder Bewusstsein erweitert. Er sagt, das Universum ist ein Multiversum mit mehr Dimensionen, als uns bewusst wird. Das haben wir in der Einführungsfolie schon gesehen. Auch dieser Biologe William Brown von Hawaii, der sagt, ja, diese Veränderungen dieser DNA in diesen Kindern scheint eine Art, ja, Hybridisierung zu sein und die so Art neue, für ihn sind sie eine neue Art von Spezies Mensch. Vor optisch gleich, aber die Software-Einheit scheint anders zu sein. Auch jemand wie die Dr. Lena Olsen, sich selbst als Kind schon immer mit diesen Wesen, ja, entführt oder kontaktiert war, hat eben dann Biologie studiert, Molekulartexologie, um eben hier später dann auch zu forschen. Und sie spricht hier von 12 verschiedenen Hauptgruppen, von verschiedenen DNA-Veränderungen etc. etc., die über Frequenzen, über Fernsteuerung hier angeschaltet werden können und so weiter und so fort. Also ziemlich komplexe Technologie, die hier angewandt wird. Sicherlich haben sich manche die Fragen gestellt, habe ich natürlich auch im Backend schon gehört, ja, sind wir jetzt gescheiter geworden? Die Frage ist doch, was machen wir mit Information? Information ist ja etwas, ich sage immer, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und darum glaube ich, Information, wie auch immer die verwende, ist schon etwas, was meinen Horizont erweitert. Ob ich jetzt alles annehme oder nicht, sei dahingestellt. Es geht ja immer um verschiedene Perspektiven, auf unser Sein zu blicken, auf etwas zu blicken, was im Hintergrund passiert und nicht öffentlich-rechtlich, sage ich mal, so kommuniziert wird. Eine Dame, die aus Australien ist, die Susan Hansen, die auch seit Kind, Sinnesbeinen an, ja, in Kontakt ist mit, ja, mit anderen, mit diesen Grace, man, die hat ein Buch geschrieben, das Dual, Seelen, die Dual-Seelen-Connection, also sie sagt, ja, übertragenen Sinne, ich war früher selber welche von denen und jetzt bin ich hier mit meinem Bewusstsein in diesen physischen Biocontainer inkarniert und wir tauschen uns hier aus und versuchen hier Informationen zu bekommen, um die Zivilisation auf eben auf diesen größeren Kontakt, auf den Kontakt vorzubereiten und das ein bisschen zu beschreiben. Und sie, ne, sowas habe ich auch erlebt, als ich 18 war, aber nicht drei, sondern ein Wesen, das war aber nicht gelb, sondern weiß, das an meinem Bett stand und sie beschreibt in diesem Buch auch, was sie auf diesen Schiffen alles lernen muss, Koordination, Auffassungsgabe etc. etc., um zu sehen, wie weit das unser Verstand schon in der Lage ist, auch mit komplexen Systemen zu agieren, die wir hier im Alltag nicht haben. Interessantes Buch, interessanter Austausch mit dieser Frau und das passiert, wie gesagt, weltweit zu Hunderttausenden, vielleicht sogar mit zu Millionen, diese Schulungen über Jahrzehnte hinweg, die Kinder der Kinder und so weiter werden wieder hier um Vorbereitung eben für den Tag X, was auch immer das heißen mag, dieser Tag X, der angeblich bald naht. That makes for telepathic communication across the universe. It is now clear that the gods speaking to us are transferring telepathic symbols and codes into our brain through the magnetic black holes.
Some of us can tune in, retrieve these messages and translate them into a star language. Diese Caroline Corey hat diesen Mann hier interviewt, der sagte, an seinem Bett stand eben ein Wesen, das seine Stirn berührt hat. Und dann sprach er plötzlich eine Sprache, die er vorher noch nie gesprochen hat. Das ist, man sagt davon auch Sternensprache, die offensichtlich in bestimmten Zivilisationen gesprochen wird, wo man sie austauschen kann, und das macht er jetzt gleich. Und er sagt, die Sprache ist nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern die Dekodierung folgt über den Herzensbereich, ähnlich wie beim Delfin, wo ganze Bildpakete vermittelt werden. Elo ammana e sala am at elo ala onkis su summa etala elo lo tu kish sea elo atsa o saritam mana eku. Am Anfang haben wir auch diesen Jürgen Zibi mal kurz gehört, der eben mit seinen außerkörperlichen Reisen diese verschiedenen Welten besucht, und für dies war für ihn schon sehr spooky, immer wieder auf Verstorbene und auf andere Existenzen zu treffen, aber immer menschenartige. Und eines Tages hatte er ein Erlebnis, wo auch mitgenommen wurde von einer anderen Intelligenz. Und das hören wir uns kurz im Original an. Ich hatte mehrere solche Erlebnisse gehabt. Und zwar, ich muss erst mal sagen, ich war von vornherein immer ziemlich skeptisch, wenn ich solche Sachen gehört habe. Zum Beispiel von Aliens oder außerirdischen Lebewesen und so weiter, bis ich dann das mal selbst erfahren habe, an einem eigenen Leibe. Das erste Mal hatte ich das kurz beschrieben in meinem ersten Buch, Multidimensional Man, aber im zweiten Buch hatte ich eine Erfahrung gehabt, wo ich von außerirdischen Menschen, würde ich sagen, weil die sehr menschlich aussahen, obwohl die ihre Haut war mehr so violett, wie so Samt, nicht? Und die Farbe hat da über die Haut gespielt, aber sie waren, würde ich mal sagen, die Idealform von der Attraktivität, die Idealform des schönen Menschen. Okay. Schön. Und da hatte ich, da waren einige dieser Leute, die haben mich eingeladen oder schon erstmal die Begegnung war ganz interessant, weil sie eine unheimlich starke Ausstrahlung auf mich hatten. Und die haben mich dann eingeladen zu ihren Homeplaneten, ihren Heimplaneten. Und das ging dadurch, dass ich, das Einzige, wie ich das beschreiben kann, dass das Raumschiff, sagen wir mal, die beste Weise, wie ich das beschreiben kann, als fliegender Teppich, weißt du. Das war wie ein Quadrat oder so, und war aus Licht gestaltet. Und mit diesem Fahrzeug sind wir dann durch das Weltall gebraust, aber das Weltall war nicht schwarz, sondern es sind nur dauernd durch so Farbströme sind wir nur durchgeflossen. Und da war eine Zeit verstrichen, und da war einmal, war ich auf diesem anderen Planeten und ich konnte nichts sehen, ich konnte nichts erkennen. Es war nur Licht, nur Farben und so weiter, bis mir dann bewusst geworden ist, dass alles, was sich da abgespielt hat, gab es für mich kein Muster. Ich musste alles lernen zu sehen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand, der sein Leben lang im Dschungel gewohnt hat, und du nimmst ihn mit und setzt ihn dann in New York oder in Piccadilly Circus ab, wo diese Lichtreklamen sind. Ja, wie soll ich das überhaupt beschreiben? Da gibt es ja überhaupt keine Beispiele dafür. Und das war meine Schwierigkeit. Ich wusste nicht, wie ich das überhaupt beschreiben konnte. Das Einzige, wo ich mich dann nachher damit abgefunden habe, war, ja, der Raum, der war so groß wie ein Fußballstadion, das Zimmer. Und da sind Sachen abgespielt. Und die haben das auch gemerkt, dass sie da Schwierigkeiten hatte, mit ihrer Realität was anzufangen. Und dann haben sie mich darauf vorbereitet, ein Paarungs- oder sagen wir mal,
Liebesakt zu begleiten. Liebesakt zu beobachten. Und das war auch total anders, als ich mir das vorstellen konnte. Zum Beispiel der Mann, die Hauptperson, der Leiter, der hatte dann ein neuer Mantel an, nicht, wo sich die Farben dauernd verändert hatten. Und wir sind dann raus ins All geflogen. Und in der Mitte im All war wie eine wahnsinnig schöne Blume, sagen wir, ein Ornament, wie ein dreidimensionaler Kristall. Und dieser Kristall hat sich dauernd verändert. Aber der war vielleicht so 10, 15 Mal so groß wie der Mann. Sobald die beiden Elemente zusammengekommen sind, hat sich eine unheimliche Liebe entfaltet und das Ornament oder dieses Muster wurde viel größer und hat wie eine Sonne gestrahlt. Nicht? Und ich war total davon ergriffen, von dieser, von dem, was sich da abgespielt hat. Und die haben mir dann gesagt, ja, die wollten mir mal eine Vorstellung geben davon, was sich auf anderen Dimensionen abspielt. Und ich sollte es ruhig mal berichten, damit die Leute irgendwie das Gefühl, die Vorstellung davon kriegen, dass es die menschliche Ebene nicht die einzige Ebene ist. Ganz genau. Spannende Erfahrung. Den haben wir auch in Spanien getroffen, in Barcelona, den Robert Limos, der, glaube ich, in Argentinien einmal seine Tochter besucht hat und ist da rausgegangen, um zu zeichnen. Ist ein sehr anerkannter Künstler, hat sein Atelier in einem kleinen Gässchen mitten in Barcelona, dreistöckig mit Atelier und Wohnung und so weiter. Wir sind hier im obersten Geschoss und da hatte er ein Erlebnis, da ist ja eben ein UFO, sage ich jetzt mal, so groß wie ein ganzer Wohnblock vor ihm, aus einem wolkenartigen Gebilde erschienen, hat sich da abgesenkt und zwei Wesen haben ihn betrachtet. Und das ist jetzt, glaube ich, 10 oder 12 Jahre zurück. Und seitdem kann dir nichts anderes mehr tun, als diese Wesen zu zeichnen, zu malen, jeder Art und Weise, ob in Aquarell, in Pastell, in Öl. Er macht auch Skulpturen von den Wesen. Man sieht hier sitzt er ganz klein, das ist dieses riesige Teil hier, dann sind zwei so Fenster, da gucken eben diese Wesen raus hier, die auch in Uniform waren und haben ein bisschen schlangenartig ausgesehen, aber wie gesagt, nicht bedrohlich. Und er meint, einer war weiblich und der andere war männlich, der hat hier auch Schulterklappen, die hat ein Diadem gehabt auf dem Kopf. Und das hat ihn so geflasht, dass er, wie gesagt, er hat tausende von diesen Dingen zu Hause, hat aber noch nie ein Bild verkauft oder eine Skulptur. Offensichtlich wollen sich die Menschen keine Außerirdischen nach Hause stellen. Wie auch immer, ihm fehlen 2 Stunden, aber eine Rückführung, was da passiert ist, das möchte er nicht haben. Einer, der, glaube ich, war sogar schon mal hier im Vortrag, Sixto Pazuelos, auch ein Peruaner, der schon seit Kind auf immer mit den bestimmten Intelligenzen in Kontakt ist. Manchmal, wenn man ihn filmt, sieht man auch dann irgendein Objekt im Hintergrund. Das gleiche Luis Fernando, der auch hier Kontakt hat mit irgendwelchen Assyrischen. Der hat 5 Bücher geschrieben, der andere 9 Bücher. Also es gibt ja einige Menschen auf dieser Welt, und es werden immer mehr, die tatsächlich mit Wesen aus anderen Bereichen Kontakt haben und ganze Sitzungen machen. Hier macht auf seiner Farm auch immer so Sessions, so AC5-Sessions, wo dann eben sich diese Objekte zeigen, von physischen Schiffen bis hin zum Vollmaterialisation von irgendwelchen anderen Wesen. Und die Menschen sind dann begeistert. Er sagt, es gibt so viele Wesen da draußen, die tausende und Millionen Jahre im Voraus sind. Und wenn du dich nicht spirituell entwickelst, wirst du selbst im Grunde genommen diese alle ausschließen. Das heißt, es hat was mit spiritueller Entwicklung, mit Bewusstsein, mit dem zuzulassen, was noch alles sein kann und dass wir nicht die Einzigen sind natürlich. Auch Peter Maxwell Slattery aus Australien macht eben diese C5-Sessions mit seinen Leuten. Er sagt, es ist unglaublich, was sich da alles immer an diesen Veranstaltungen zeigt, von physischen Objekten bis hin dann zu Wesen, sage ich, wie hier hat ein Buch geschrieben über die Shishi von den Plejaden, die so halb transparent hier in so einem blauen Anzug erscheint.
Und wir haben hier einen Grey gefilmt. Ich hoffe, man sieht ihn. Am Anfang sieht man besser, weil es ist wirklich so, die sind in einem anderen Frequenzbereich und sind so transparent, dass man sie fast nicht sieht. Und der blickt hier von dieser Seite, der kurz hier rein. Man sieht ein Auge und dann geht er sofort wieder aus der Kamera. Ich versuche das mal, schauen, ob man das hier auf dieser Leinwand sieht. Hier sieht man, da ist der Kopf und das ist das Auge. Zack, und ist er wieder weg. Gesehen? Am Anfang sieht man es am besten, ich gehe damit zurück. Wechseln. Zack. Nochmal. Weil die Zeitlupe ist wirklich nicht so gut wie das erste Bild. Ich versuche es nochmal von vorne zu machen. Da kommt er, da ist das Auge. Zack. Ja, also eine Dame, die mir untergekommen ist, das ist die Dr. Audie Sixkiller Clark aus der Montana-Universität, eine Indianerin, also eine Indogene, die einen Lehrstuhl hat für Geschichte, Englisch, Psychologie und pädagogischen Führungen in den Hintergrund als Lehrerin für Indogene. Und sie hat ein Hobby, und zwar spricht sie mit ihresgleichen, mit Indogenen auf der ganzen Welt, vor allem natürlich in Amerika, in Kanada und in Mexiko etc. Und die Geschichten von diesen Menschen, die nichtmenschlichen Wesen begegnet sind, aufzuschreiben. Sie hat drei Bücher geschrieben, Begegnungen mit den Star People. Und das ist wirklich unglaublich. Wenn man diese Bücher liest, dann sieht man erst, was alles im Hintergrund passiert, was natürlich öffentlich nie besprochen wird. Ich habe ein paar Beispiele versucht zu zeigen. Und sie spricht da bei einem Beispiel, das gleich kommen wird, von so einer Art blauen Lichtbällen, die kommen, wo dann eben Wesen aussteigen. Und da habe ich gerade einen aktuellen Fall, der, glaube ich, war letzte Woche, wo auch hier in Mexiko, glaube ich, war es, auch diese Kugeln momentan sehr stark gefilmt werden. Man sieht hier eine Kugel, die steht bei dem irgendwo in der Garage drin. Die sind gerade so groß wie ein Fußball. Geht's nicht? Und das filmt halt einer mit seinem Handy. Und bei dem zweiten. Und hier haben wir noch eins. Ja. Tondo estas son las imágenes. Diese Lichtbälle oder diese Lichtkugeln oder Orbs, wie man die nennen will, die gibt es fast in jeder Farbe, in Rot, in Gelb, in Blau, in Grün. Die fliegen in die Häuser rein, die fliegen um die Häuser rum. Da gibt es unzählige von diesen Aufnahmen. Habe ich auch erst letzte Woche bekommen, das Bild dreht sich gleich, das ist jemand, der hat ein Haus in Kroatien und hat auch Überwachungskamera drin. Und man sagt, was hat er denn hier aufgenommen? Kriegt fast wöchentlich seine Aufnahmen von Überwachungskamera, wo eben diese Lichtorbs hier rumfliegen. Das hat man schon. Das ist zum Beispiel spannend. Hier ist so eine Kugel ungefähr. Man sieht es jetzt gleich, Größe von einem Fußball mit einer vorn mit einer Art Linse und blinkendem Licht in die Wohnung geflogen und der Mann hat es tatsächlich zum Schluss auch noch berührt. Man sieht dann die Hand. Momentan ist es ein bisschen unscharf, aber es wird gleich schärfer, dann sieht man gleich diese Kugel. Hier sieht man die Kugel. Die ist ungefähr so groß, so 30 cm ungefähr. 20, 30 cm. Liegt hier in der Wohnung. Ist schon mutig immer, und das zu filmen dann auch noch. Und dann das zu berühren.
Da gab es vor 2 Wochen auch ein Video, da wo das eben außer im Haus gefilmt wurde. Woanders. Da sieht man es ganz gut, die Kugel. Spannende Geschehnisse, was immer das sind, ob das Sonden sind, was auch immer hier an Informationen gesammelt wird. Ich habe ein paar Geschichten hier von dieser Audrey Sixkiller Clark und spannend ist, hier zum Beispiel in Mexiko hat einer, ein Guide berichtet, sagt, wie er noch Kind war, war ein Fest und in diesem Fest, das offensichtlich früher öfter stattgefunden hat, hat man sich auf die Ankunft von einer eben von diesen Star People vorbereitet, die sind dann tatsächlich auch gekommen und man hat sich dann mit denen ausgetauscht, die Ältesten sind dann auf dieses Schiff und haben mit denen 2 Stunden gesprochen und dann sind sie wieder davon geflogen. Er hat gesagt, früher war es auch so, jede dieser Pyramide ist so eine Art Sternentor und dann gingen die Ältesten immer auf Reisen und tauschten sich eben mit diesen anderen Intelligenzen aus und dann kamen die wieder zurück und er sagt, momentan sind aber diese Sternentore geschlossen und weil diese Extraterrestrials offensichtlich keine Touristen wollen, also große Massenansammlungen. Aber er sagt, irgendwann werden die wieder geöffnet werden und dann hat sie gefragt, ja, wann ist das? Sagt, ja, es kommt eine Zeit, da kommt eine Krankheit, da traut man sich nicht mehr aus dem Haus und nicht mehr fliegen. Dann denkt man, oh, das ist von 2010, ihr redet über Covid oder was auch immer. Und dann sagt sie, nach dieser Zeit kommen Kriege, da ziehen sie sich wieder in den Dschungel zurück und danach ist wieder der Kontakt öffentlich. Denkt man, wow, spannende Geschichte. Und der Austausch mit denen haben wir vorher gerade gesehen, mit diesen Figuren, die man in Mexiko gerade ausgräbt und so weiter, das ist ja früher auch schon mal auch figurlich oder kulturell dokumentiert worden. Genau, das war jetzt die Geschichte. Ich muss das nicht hier alles erzählen. Eine Geschichte ist auch ganz spannend. Da gibt es sogenannte Bagmen. Das sind Soldaten, die toten Soldaten, die beim Kampf ums Leben gekommen sind, eben in schwarzen Säcken abtransportieren müssen, die rausgeschickt werden und sagen, okay, hier war wieder ein Anschlag oder wie auch immer, sind hier 3 Leichen zu holen. Und eine Geschichte von unserer Bagman-Truppe war im Irak und sie sind abends rausgefahren mit ihrem Jeep, um diese 3 Leichen eben einzusammeln. Ein Kollege, also zwei Soldaten, 2 Bagmans. Und als sie dort ankamen und diese Situation vorfanden, kam eben wie vorher auch ein blaues Licht von den Bergen angeflogen, das immer größer wurde und plötzlich stiegen eben 3, nicht ganz so dargestellt, aber so ähnlich wie hier, Männer mit 2,50 Meter Größe, sehr muskulös, aber die blau schimmerten und die beiden Männer ansprachen. Der eine war paralysiert, der konnte gar nichts mehr sprechen und wir reden hier von Indogenen, ne? Man spricht nur mit Indogenen. Und der eine, und die haben gefragt, okay, ob sie denn diese 3 Kollegen, die hier gestorben sind, ob sie die mitnehmen dürfen. Und da war natürlich jetzt einmal irgendwo ein bisschen perplex, weil sie haben gesagt, okay, wir würden die gern mitnehmen, die könnten dann auf einem anderen Planeten leben, da wo keine Kriege sind, damit sie das auch mehr leben können. Ui, dann hat er zu seinem Kollegen gesagt, der war paralysiert, hat gesagt, okay, wir steigen jetzt ein, wir fahren wieder zurück, wir kommen morgen früh wieder. Genau, nächsten Tag früh sind sie rausgefahren, die Leichen waren nicht mehr da. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs hat eben der dann zugegeben, dass sie ihm auch eben gefragt hätten, ob er auch mitfliegen will. Und er hat es verneint. Und offensichtlich hat ihm das jetzt leid getan, dass er da nicht mitgegangen ist. Es passieren auch die unmöglichsten Dinge bei Soldaten. Noch 2 Beispiele. Vietnamkrieg, die US-Soldaten mussten die Chaigong oder wie die geheißen haben, diese anderen, die gegnerischen, irgendwo in Höhlen aufstüben, weil sie sich immer irgendwelche Tunnels vergraben hatten. Und da sind sie auch reingegangen und in einem dieser Tunnel war aber kein Feind mehr drin.
sondern es sprang plötzlich dann ein Repto aus dem Seitenschacht raus und bespuckte, weil das sind auch so Blitzer, also wie so Eidechsenartig mit der Zunge in einen Kollegen ins Gesicht, der hatte dann Verletzungen das ganze Leben lang war und wollte dann eben den zweiten angreifen und dann erschien ein Blauer in dem Tunnel, der den Repto dann eben, der hat die beiden gepackt und dann aus diesem Tunnel eben rausgenommen und die haben die Geschichte dann eben erzählt. Das dritte Geschichte auch in Vietnam passiert, wo zwei Soldaten eben getrennt wurden von ihrer Truppe. Es war Blue Orange oder wie hat das geheißen? Red Orange, das Abwurf von diesen Entlauungsmitteln und alles hat gebrannt etc. Und sie waren in höchster Not und dann kamen eben auch diese zwei Blaue, haben die dann auf ihren Schiffen gebracht und haben gesagt, was sie hier machen und ja, warum sie Krieg führen, warum sie das überhaupt tun und ob das einen Sinn macht. Und hat ihnen erklärt, dass sie eben von einem anderen System kommen, das über 1 Million Jahre weiterentwickelt ist, wo sie sich in zwei Linien aufgeteilt haben. Die einen, die eben im feinstofflichen Bereich ewig leben und die anderen, die Arbeiter, in Anführungsstrichen, halt physisch bleiben und die Städte und das Ganze bauen, aber die in diesen Astralbereichen können sie aber auch verdichten und die haben aber keinen Streit, weil die eine gute Übereinkunft haben und bereisen halt das Universum, um zu sehen, wo Zivilisationen sind, die halt noch nicht so weit entwickelt sind, um das Geschehen ein bisschen zu beobachten. Und haben die beiden eben dann gefragt, ob sie denn lieber nach Hause gehen würden. Und dann haben sie gesagt, ja, sicherlich. Und haben die dann nach Hause geflogen in die USA. Und das war dann aber auch nicht so gut, weil die wurden dann eben ehrenamtlich entlassen, weil sie ja desertiert sind. Die konnten ja nicht erzählen, dass sie die Blauen nach Hause gebracht hatten. Und der eine hat dann eben Suizid betroffen und der andere war natürlich dann hier, der hat die Geschichte erzählt und war auch ziemlich frustriert über diese Art und Weise. Und auch eine dritte Geschichte noch, zwei junge Mädchen mit Alter von 14, 15 Jahren reiten aus mit ihren Pferden, kommen, möchten zelteln, auf alle Fälle sind das Zelt schon aufgebaut. Es kommt aber ein Riesensturm auf, die gehen raus, damit die Pferde sich nicht losreißen. Plötzlich kommt von hinten ein blaues Licht angeflogen, eine Scheibe. Sie werden samt den Pferden in dieses UFO hochgebeamt, von dem Pferd getrennt, was sowieso schon ein bisschen dramatisch war für diese Situation, wurden untersucht, aber dann wieder mit den Worten zurückgebracht zu den Pferden, ja, sie wären noch zu jung für die Fortpflanzung oder für das Experiment und mit den Pferden dann wieder nach unten transportiert. Aber was passiert war, dass diese Pferde sowas von intelligent geworden sind, dass sie hinterher, die haben auch Turnier geritten, alle Turniere gefunden haben, weil die gewonnen haben, weil die Pferde offensichtlich wussten, was sie denken. Ein ähnliches Beispiel eines Soldaten, der nach dem Krieg in Alaska eben abgelegen Huskyzucht macht, also Huskyhunde züchtet und an einem See seine Hütte hat und sieht dann plötzlich, wie eine Scheibe auf diesem See landet und versteckt sich, aber wird entdeckt und wird dann zu dieser Scheibe geholt und wird ihm gesagt, wo sie herkommen, dass sie auch von einem Planeten kommen, der vor ein paar Millionen Jahren eben eingefroren ist, dass sie jetzt im Erdinneren leben und auch andere Zivilisationen besuchen, aber natürlich nicht über Städte und sie hätten, wenn sie ihn gleich gesehen hätten, wären hier nicht gelandet, aber okay. Und dann haben sie hier Freundschaft geschlossen, haben gesagt, okay, wenn sie nächstes Jahr kommen, um die gleiche Zeit, kann er auch wieder da sein. Nächstes Jahr darauf sind sie gelandet wieder und da hat er gerade einen neuen Wurf gehabt von seinen Huskies und einer war dabei, der war im Schuppen drin und der Asiatische sagt, was ist denn mit dem, was hast du denn? Ja, sagt er, der ist ganz krank und ich glaube nicht, dass der überlebt diesen Wurf, der ist sehr schwach, ich kann den glaube ich nicht verarzten. Dann hat er gesagt, darf er den mitnehmen? Dann hat er den mitgenommen, diesen Hund, und ein Jahr später bringt er den Hund wieder mit. Und das war dann der intelligenteste Hund, den er jemals gehabt hat. Also da passieren schon auch Dinge, die man sagt, wow, passt auch gar nicht in unser Denken rein. Also das ist das, was auch mit Außerirdischen, ich gehe jetzt das nochmal durch, das ist auch noch eine ganz gute Geschichte. Ein junges Mädlein, sage ich mal, die hat immer ihre Schulferien bei der Oma verbracht, die hatte eine kleine Farm. Und hat sich aber sehr für Insekten interessiert. Ist aber nicht mehr rausgegangen, die Oma hat gesagt, okay, bitte um 5 Uhr bist du wieder zurück, nicht? Und hat da immer Insekten studiert und plötzlich steht hinter ihr ein großer, 2,50 Meter großer Insektenmann.
irgendwie ist sie nicht erschrocken, war irgendwie ein bisschen offen und der Insektenmann hat gesagt, komm mit, ich zeige dir ein paar andere Insekten auf meinem Schiff. Und da ist sie mitgegangen und hat ihr möglichst viele Insekten gezeigt, die er hier auf seinem Schiff hatte und hat gesagt, mei, bei uns war die Evolution eben so, dass wir als Insektenartige hier die dominante Spezies sind auf unserem Planeten und wir schauen natürlich auf anderen Planeten, wie sich da die Insekten so entwickelt haben. Und genau. Und dann ist natürlich zu spät nach Hause gekommen und dann hat sie gesagt, oh, da werde ich jetzt natürlich Ärger kriegen mit der Oma. Nicht? Und dann hat die Oma gesagt, ja, ich war hier bei dem Insektenmann und so weiter. Ah, dann sagt die Oma, auch gut, ja, der hat uns schon selber als Kinder geholfen. Also die kannten diesen Insektenmann. Und das Spannende dabei war, ich hatte dann eben irgendein Thema, was das betrifft, glaube ich, studiert. Ich weiß nicht genau, was das für ein Studium ist. Damit sie sagt, wenn die später kommen, dann weiß ich ja Bescheid, ich kann mit ihnen schon sprechen, weil ich sie ja schon kenne. Diese Blue sind wirklich sehr, sehr weit entwickelt, sehr, sehr, sehr agierend. Auch ein Fall noch zum Schluss. Natürlich ein Indogener fährt mit seiner Freundin heim, war Feier, aber irgendwie verursacht ihr einen Unfall auf einer Brücke und sie ist sofort tot, die Freundin. Er ist eingeklemmt und überall Blut überströmt in diesem Fahrzeug. Und überall Schmerzen und sieht aber irgendwie auch irgendwie etwas Blaues auf sie hinzukommen und denkt, ah, jetzt kommt die Polizei, jetzt kommt die Rettung. Dabei kommt auch einer von diesen Blauen und holt ihn aus diesem zermalmten Fahrzeug raus, fährt ihm über die Stirn, stoppt diese Blutung etc. und verschwindet dann wieder. Kurz darauf kommt schon ein Fahrzeug, er kommt ins Krankenhaus etc., hat diesen Unfall tatsächlich überlebt, war aber querschnittsgelähmt und war dann eben ziemlich sauer die ersten 1,5-2 Jahre, weil er sagt, jetzt hat mich dieses Wesen hier aus diesem Fahrzeug raus, hat mich hier mein Schädelbruch oder was auch immer so repariert, da hätte man auch den Rücken reparieren können und das hat er aber nicht gemacht. Also das ist ja wirklich unglaublich. Aber er hat in diesen 1,5-2 Jahren tatsächlich festgestellt, der war vorher ein ganz normaler, sage ich mal, durchschnittsintellektueller, irgendein Arbeiter, dass er plötzlich einen extremen IQ hat. Er hat sich Bücher ausgeliehen, hat gelesen etc. und hat eine Karriere hingelegt, weil er plötzlich einen sehenden Spirit hatte, wie nie zuvor. Das heißt, die greifen teilweise ja nicht in unser Schicksal ein. Er hat gesagt, ich kann den jetzt nicht, sage ich mal, komplett, aber er hat eine neue Chance bekommen und das war natürlich auch das Spannende an dieser Geschichte von diesem Mann. Genau. Was auch spannend ist, wenn Wissenschaftler versuchen, ja, mit bestimmten Remote-Viewing-Techniken, mit wie auch immer, mit diesen Wesen in Kontakt zu treten. Und da gibt es ein Buch von zwei Wissenschaftlern. Der eine war beim Militär und die andere, die Smith, wurde als Kind schon entführt und beide hatten Kontakt, eben er als Pilot und sie als Entführungsopfer und haben später eben hier zusammen gesagt, okay, wir machen ein Experiment, wir machen hier Remote-Viewing oder Austauschkommunikation mit diesen Orbs, mit den Orange, mit den Angels, mit den Light Beings und so weiter. Sie haben immer gefragt, wenn sie hier mit jemandem kommunizieren, wem kennst du jemanden, wem können wir denn noch kommunizieren? Und haben das wissenschaftlich abgearbeitet, immer den gleichen Fragenkatalog gestellt. Wer sind Sie, wo kommen Sie her, was machen Sie, etc., etc. Und da gibt es ein Buch darüber, das heißt Voices, also Stimmen vom Kosmos. Ganz, ganz spannend, weil da sind bestimmte Sachen drin. Da gibt es offensichtlich Intelligenzen, die in Gruppen zusammenarbeiten und welche, die es nicht tun. Diese Reptus sind scheinbar welche, die nicht mit anderen Spezies zusammenarbeiten, aber die UFOs fliegen. Und dann hatte die Smith gesagt, ihr arbeitet ja nicht mit den anderen zusammen, aber wieso fliegt ihr die UFOs? Dann hat er gesagt, ihr habt's limited, also vom Gedanken her sagt er, wir arbeiten nicht mit den anderen zusammen, wir fliegen nur die UFOs. Das verstehen wir nicht, weil wenn jemand mein UFO fliegt, arbeitet er aber gar nicht mit mir zusammen, dann ist das für mich ja Kooperation, für die aber nicht. Da sieht man, dass auch unser Denken und unsere Logik irgendwie gar nicht hier zusammenpasst. Und da gibt es natürlich auch welche, die haben gesagt, es gibt natürlich auch welche im Universum, mit denen solltet ihr mit Sicherheit nicht in Kontakt kommen, weil da wärt ihr eher Futter dafür. Ne?
Die ist Gott sei Dank, dass ihr von denen nichts wisst. Auch ein ganz, ganz spannendes Buch. Da gibt es sehr viele Fragen, die geklärt werden, was sie tun, was sie denken, warum entführt wird, was bedeuten Implantate und alle diese Dinge, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Wesen, sage ich mal, oder Intelligenzen hier besprochen werden. Manche kriegen das mit, manche halten sich nicht an das Abkommen, dass man sich eben nicht einmischt. Aber für die meisten, und das ist das Spannende, die haben gesagt, okay, dieser Biocontainer, das, was ihr seid, für uns macht es keinen Unterschied zwischen einem Elefanten, einem Affen und ihr. Für euch, ihr seid für uns auch noch Tiere und nichts hier mit intelligent entwickeltes Wesen. Das haben die meisten gesagt. Also das, ihr seid praktisch von intelligent noch ganz weit weg. Ne? Ihr seid für uns nur Tiere. Und sie sagten, dass sie seien nicht hier, um uns zu überfallen oder zu heilen oder unsere unzähligen Probleme zu lösen, aber sie könnten helfen, also die einen oder anderen, wenn wir sie fragen würden. Also wenn die Kommunikation jetzt zunimmt und wenn wir da hier einen Austausch haben, dann könnte man vielleicht das eine oder andere Problem tatsächlich einmal mit einem anderen Denken lösen. Eine Dame, wenn einmal jemand Zeit hat, hier das anzuhören, das ist die Christina Nemeth, eine Opernsängerin, die über eine Krise zu einem Lichterlebnis gekommen ist und jetzt hat Heilgesänge macht und ist da in Trance und nach diesem Heilgesang kommen Durchsagen, da kommen ihre Spirits und beim letzten Mal, wo sie hier bei uns war, waren eben eine außerirdische Zivilisation hier, die Anfragen und Antworten gegeben haben und die haben sich recht lustig gemacht über unsere Covid-Situation. Und die haben auch gesagt, unser Planet vom wegen Chaos, sagt, da gibt es Planeten, da ist noch viel, viel mehr Krieg und Chaos als wie hier. Und dann hat jemand gefragt, ja, Mann und Frau, und dann haben die gesagt, okay, wir haben uns das ausgesucht, diese zwei Energien hier auszutesten in dieser Simulation etc. Aber es gäbe hier Systeme, da braucht man 4, 5, 6, um hier ein Kind zu zeugen und so weiter. Und dann haben wir gedacht, wow, das ist aufregend. Alles ein Evolutionsspiel, das sich die Menschheit ausgedacht hat. Genau, ein interessantes Thema. Und klar, es gibt viele Wege in eine Simulation. Ich kann hier inkarnieren und mir meinen Spielecontainer von klein auf bauen. Ich kann hier ein Walk-in machen, also einen Körper kurzzeitig zur Verfügung stellen, mit meinem Bewusstsein zur Seite zu gehen, ein anderes Intelligenz hier einzulassen, der kurzzeitig seine Arbeit macht und dann wieder verschwindet. Oder ich tauche wie bei Astralreisen oder bei außerkörperlichen Reisen mit meinem Astralkörper unterwegs. Oder es gibt Intelligenzen, die hier als Gestaltwandler kommen. Auch hier gibt es spannende Fälle. Oder ich kann sogar, wenn ich ganz gut geschult bin, mit meinem Bewusstsein mir ein eigenes Geistwesen erschaffen. Da gibt es ein Buch, das kann ich empfehlen, von Alexandra David Neal, das war Tibet-Forscherin in den letzten, von 1910, glaube ich, bis 1940, hat sich als Mann verkleidet hier in Tibet, die ganzen Fähigkeiten angeeignet, wie man sich ein Geistwesen erschafft, einen sogenannten Tulpa. Und genau, alle diese Dinge gibt es und wenn jemand noch mehr erfahren will, gibt es ja meine Dokus, Bücher und sonstige Geschichten. Und ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.